So, jetzt kommen wir ganz schnell zum nächsten Einzelplan. Das ist der für Ernährung und Landwirtschaft. Und die zuständige Ministerin, hier sehen wir sie schon, Julia Klöckner, hat jetzt natürlich das erste Wort hier zur Einführung, erste Lesung für ihren Einzelplan. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrtes Parlament, auf die afrikanische Schweinepest gehe ich heute in dieser Haushaltsrede nicht ein. Wir sind im ständigen und auch permanenten Kontakt parlamentarischen in dieser Frage. Verehrte Kollegen, die Corona-Pandemie hat unser Leben, unser Arbeiten von uns allen beeinflusst und im Übrigen auch das unserer Landwirtinnen und Landwirte und der Lebensmittelbranche. Ihre Systemrelevanz ist deshalb nicht nur so dahingesagt. Dass wir trotz zeitweise geschlossener Grenzen mit Lebensmitteln jeden Tag versorgt waren und auch sind, das gilt uns in der Regel als selbstverständlich. Aber in der Corona-Hochzeit ist es uns noch mal besonders bewusst geworden, wenn unsere Bauern aufhören zu ackern, haben wir alle ein Problem. Es muss also in unser aller Interesse sein, dass Bauernfamilien Freude an ihrem Beruf haben und dass sie nicht in erster Linie sich dafür rechtfertigen müssen, was sie tun. Es muss in unser aller Interesse liegen, dass landwirtschaftliche Familien ein auskömmliches Einkommen mit ihrer Arbeit erzielen. Und warum? Damit auch die junge Generation Lust darauf hat, Hilfe zu übernehmen. Lebensmittel zu erzeugen, das hat Sinn, nämlich uns zu ernähren. Aber Nahrungsmittelproduktion geht auf Dauer nicht gegen die Akzeptanz von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Konsument und Produzent, sie schauten mal gemeinsam in eine Richtung. Heute macht sich der Eindruck eines Gegeneinanders breit. Hohe Erwartungen auf der einen Seite an die anderen, an die Bauern, nämlich nach mehr Tierwohl, noch mehr Klima- und Umweltschutz, mehr Nachhaltigkeit, mehr Biodiversität und auch nach immer bezahlbaren Lebensmitteln. Und auf der anderen Seite die Forderung der Landwirte, dass diese hohen Erwartungen mit entsprechenden Verbraucherpreisen und Ausgleichszahlungen unterlegt werden. Denn welcher Landwirt, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollte mit Freude jahrelang drauflegen und das auch noch seinen Kindern empfehlen? Ich will, dass Verbraucher ihren Landwirten vertrauen. Und ich will, dass Landwirte mit Zuversicht die Weiterentwicklung ihrer Arbeit angehen. Die Antwort auf diese Anforderungen ist dieser Zukunftshaushalt der Großen Koalition. Dieser Haushalt ist ein ganz klares Bekenntnis dazu. Wir sagen Ja zu den ländlichen Räumen, zu starken ländlichen Räumen, Ja zu wettbewerbsfähigen Bauernhöfen, Ja zu einer innovativen Ernährungswirtschaft am Standort Deutschland, Ja zum größten Aufforstungsprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und Ja zum größten Stallumbauprogramm für mehr Tierwohl. Auch das setzen wir auf die Tagesordnung unserer EU-Ratspräsidentschaft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich lege erneut einen Rekordhaushalt vor. Für die Land- und Ernährungswirtschaft, für die ländlichen Räume, den Wald, die Nachhaltigkeit, das Tierwohl, den gesundheitlichen Verbraucherschutz, die Fischerei. Sage und schreibe 7,66 Milliarden Euro. Diese Zahl steht für eine Zukunftszusage. Denn das, was wir von landwirtschaftlicher Erzeugung mehr erwarten und das, was die Arbeit unserer Landwirte teurer macht, das müssen wir ihnen ausgleichen. Ja, liebe Kollegen, ich will, dass unsere Bäuerinnen und Bauern in Deutschland weitermachen. Und die Landwirtschaft steht vor vielen Konflikten zwischen Umwelt- und Klimaschutz auf der einen und Erntesicherung auf der anderen Seite. Ich will es konkreter machen. Weniger Schädlingsbekämpfungsmittel, die sind gesellschaftlich gewünscht. Fällt der komplette Schutz für die Pflanzen aber weg, ist die Ernte gefährdet, die Ressourcen auch. Wunsch und Wirklichkeit, die liegen oft sehr weit auseinander. Perfektes Obst und Gemüse in ausreichender Menge zu bezahlbaren Preisen,
am liebsten hergestellt, ganz ohne Pflanzenschutzmittel und ganz ohne Düngung. Höchste Tierwohlstandards, große Ställe, Freilauf, am liebsten ganz zu günstigen Preisen an der Ladentheke. Aber wie soll das gehen? Die Lösung liegt nicht nur, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch in der richtigen Finanzierung und, meine Damen und Herren, eben nicht im Entweder-Oder. Wir als Ministerium setzen deshalb auf Innovationen, die sich in der Praxis bewähren. Das sind Ställe der Zukunft, die mehr Tierwohl bieten, moderne Maschinen, digitale Technologien, die Dünger präzise ausbringen, Böden schonen, die Arbeit erleichtern und zugleich Geld sparen. Übersetzt in unseren Haushaltsentwurf heißt das, das Investitions- und Zukunftsprogramm Landwirtschaft ist 2021 mit 207 Millionen Euro unterlegt, insgesamt in den kommenden 4 Jahren sage und schreibe 816 Millionen Euro für unsere deutsche Landwirtschaft. Und damit unterstützen wir die Landwirte ganz konkret, um Wirtschaftsdünger emissionsärmer zu lagern, umweltfreundlicher auszubringen. Wir fördern Geräte, um Pflanzenschutzmittel einzusparen, präziser auszubringen. Das wollen die Verbraucher, das wollen auch die Landwirte. Das will auch die Ernährungswirtschaft und das will auch der Handel. Aber umsetzen müssen es die Landwirte. Und deshalb benötigen gerade die Landwirte mehr als alle anderen in der Kette unsere Unterstützung. Und deshalb sage ich klar, wer fordert, muss auch fördern, damit Umsetzen möglich ist. Wir fordern mehr Tierwohl, wir fördern den Umbau von Ställen. 300 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket nehmen wir dafür in die Hand. Das hat es noch nie zuvor in diesem Umfang gegeben. Das macht die Große Koalition. Und das für bessere Ställe, für mehr Tierwohl, für mehr gesellschaftliche Akzeptanz und mehr landwirtschaftliche Planbarkeit. Und zudem richten wir mit fast 40 Millionen Euro Tierwohlkompetenzzentren ein, entwickeln die Ställe der Zukunft. Mit dem Blick auf den Boden, Ackerbaustrategie, mit 24 Millionen Euro für Forschung und Förderung des modernen Pflanzenbaus machen wir den Ackerbau fit für die Zukunft und angepasst an den Klimawandel. Es geht um Bodenfruchtbarkeit, abwechslungsreiche Fruchtfolgen, passgenaue Düngung. Und Landwirte wollen ihre Grundlage schützen und sie tun es. Und das ist der Insektenschutz. Mit dem Sonderrahmenplan dazu stellen wir sage und schreibe 85 Millionen Euro zur Verfügung, denn wir sagen als Große Koalition Ja zum Insektenschutz und zum Ernteschutz, aber wir sagen Nein zum Schädlingsschutz und zur Ressourcenvernichtung. Und so, liebe Kollegen, geht Umweltschutz, so geht Artenschutz, so geht Ernteschutz, machen statt klagen, helfen statt hängen lassen. Und da sind wir Vorreiter. Wir sind Treiber einer Entwicklung für die Landwirtschaft mit Augenmaß. Nicht gegen, sondern mit den Bauern, nicht gegen, sondern mit den Verbrauchern. Und genau deshalb investieren wir in die Digitalisierung, in digitale Forschungsfelder, weil wir Arbeit erleichtern, präziser machen wollen, Ressourcen schonen wollen, die auch noch den Geldbeutel schonen am Ende. Und das ist gut für die Entwicklung in den ländlichen Räumen. Aber wir vergessen die Landwirte auch nicht in schwierigen Situationen. Bei Unfällen, bei Krankheit, im Alter. Wir nehmen über 4 Milliarden Euro für die landwirtschaftliche Sozialpolitik in die Hand. So stärken wir denen den Rücken, die uns jeden Tag den Tisch decken. Das ist in unser aller Interesse. Und verehrte Abgeordnete, noch ein Gedanken zu den zusätzlichen 30 Millionen Euro, die nicht in dem Haushalt zu finden sind, aber die für die landwirtschaftliche Krankenkasse eingesetzt werden. Diese 30 Millionen zusätzlich kommen aus dem Gesundheitsfonds. Das habe ich mit Gesundheitsminister Spahn ausgemacht und auch mit dem Kabinett vereinbart. Das hat zur Folge, dass die Beiträge stabil bleiben, dass sie nicht steigen. Das sind Zeichen der Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft. Und eine weitere Wertschätzung, die man kaum besser fassen kann. Da geht es um unseren Wald, eine Jahrhundertaufgabe. Stürme, Dürre, Borkenkäfer, der Wald leidet wie nie zuvor und wir helfen ihm so stark wie nie zuvor. 800 Millionen Euro mit den Ländern zusammen und jetzt noch mal 700 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket, um Wälder zu räumen, um wieder aufzuforsten. Klimaresiliente, standortangepasste Mischwälder werden gepflanzt. Wir führen erstmalig eine Nachhaltigkeitsprämie
hier in Deutschland ein. 1,5 Milliarden Euro für diesen Wald. Und ich kann nicht dran glauben, dass jemals die Grünen, die viel über den Wald reden, so etwas überhaupt hinbekommen hätten. Und insofern sage ich auch, Wald hat was mit Lebensqualität zu tun, das Land auch. Und deshalb fördern wir das Ehrenamt auf dem Land. Wir fördern gleichwertige Lebensverhältnisse. Wir wollen, dass am Ende Stadt und Land nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Und ich möchte schließen mit einem ganz wichtigen Punkt, was uns alle verbindet, das Essen. Im November kommt der Nutri-Score und ich werde Ihnen sagen, es werden mehr diesen Nutri-Score nutzen, als alle, die dagegen sind, jetzt darüber reden und sagen, er wird nie kommen. Er wird kommen und er wird breit genutzt werden. Und deshalb, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe es Ihnen zu Beginn dieser Legislatur versprochen, die gesunde Wahl wird einfacher werden. Und wir sind sehr erfolgreich mit unserer Ernährungspolitik. Nicht mit Verboten, dafür sind andere zuständig. Wir haben es erreicht, dass wir bei den Fertignahrungsmitteln, dass Zucker, Salze und Fette merklich reduziert werden. Wir gehen den Weg, wir reden nicht drüber, wir machen. Und am Ende sage ich Ihnen ganz klar, weil wir verändern, können wir das bewahren, was uns wichtig ist. Herzlichen Dank. Der Bundeslandwirtschaftsministerin stehen im kommenden Haushaltsjahr so viel wie noch nie zur Verfügung. Der Etat von Julia Klöckner sieht für das nächste Jahr Ausgaben in Höhe von 7,6 Milliarden Euro vor. Sie hat ja viele, viele Punkte aufgezählt. Ein bisschen untergegangen ist fast, obwohl sie es erwähnt hat, dass die Hälfte traditionell gebunden ist für die landwirtschaftliche Sozialpolitik. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Ministerin Klöckner. Zunächst eine kritisch-zornige Bemerkung. Es ist nicht in Ordnung, dass uns der zu erörternde Haushaltsplan erst am vergangenen Freitag vorgelegt wurde. Das Budgetrecht ist das wichtigste Instrument des Parlaments zur Kontrolle der Regierung. Dieses Recht hatten sich die Parlamentarier schon in vordemokratischen Zeiten erkämpft. Wir können nicht schweigend hinnehmen, dass dieses Budgetrecht durch die ganz kurzfristige Vorlage des Haushaltsplans eingeschränkt wird. Der Agrarhaushalt 21 hat einen Aufwuchs gegenüber 2020 von 9% auf rund 7,7 Milliarden Euro. Dass dieser Teilhaushalt auch für das Verschwinden der schwarzen Null verantwortlich ist, darf nicht übersehen werden. Denn im Finanzplan des Bundes für den Einzelplan 10 waren für die Jahre 21 und 22 jeweils 6,5 Milliarden Euro vorgesehen. Durch Corona ist die Missachtung dieses Planansatzes nicht zu begründen. Ein flüchtiger Blick auf den Planentwurf gibt wenig Grund zur Kritik. 200 Millionen für Stallumbauten zur Verbesserung des Tierwohls bei der Sauenhaltung, eine erste Tranche in Höhe von 250 Millionen Euro für das Investitions- und Zukunftsprogramm. Weiterer Aufwuchs bei der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur. Im Bereich der Nachhaltigkeit wird die Förderung des ökologischen Landbaus fortgesetzt. Das Sozialstaatsgebot bei der sozialen Sicherung der Menschen wurde beachtet. Aber bei den Haushaltsberatungen darf der Blick auf die Situation der Bauern und der Landwirte nicht fehlen. Wir haben die düstere Perspektive der Schweinemäster vor 14 Tagen hier im Hause wegen der ASB erörtert. Die Ministerin hat Hilfe versprochen. Wann und wie? Die Lage der Milchbauern ist kein Deut besser. Die Milchbauern erhalten deutschlandweit durchschnittlich 28 Cent je Liter Milch. Um wirtschaftlich über die Runden zu kommen, muss den Milchviehhaltern einen angemessenen Lohn zu gewähren, müsse der Milchpreis auf etwa 38 Cent je Liter ansteigen. Die Milchbauern machen derzeit bei einer durchschnittlichen Milchviehherde von 100 Kühen etwa zwischen 3.000 und 5.000 Euro minus. Und dies bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 85 bis 90 Stunden. Der ruinöse Milchpreis kommt auch durch eine falsche Politik zustande. Die Russland-Sanktionen der Bundesregierung haben russischerseits bereits ein Importstopp von deutschen Milchprodukten zur Folge. Frau Bundeskanzlerin, verbessern Sie die Situation der Milchbauern durch Aufgabe der Russland-Sanktionen. Die Kartoffelbauern
haben in diesem Jahr umsonst gepflanzt und geerntet. Der derzeitige Preis für einen Zentner Kartoffel beträgt irgendwo zwischen 1 und 2 Euro. Die Kartoffelpreise für Verarbeitungsware am europäischen Terminmarkt verfielen in kurzer Zeit von 17 Euro auf weniger als 2 Euro je 100 Kilogramm. Natürlich, die Corona-Pandemie hat im Wesentlichen den Kartoffelmarkt zusammenbrechen lassen. Bisher hält die Regierung Marktstützungsmaßnahmen für nicht erforderlich. Wann, wenn nicht jetzt? Widersprüchlich. Keine Marktstützungsmaßnahmen für den Kartoffelanbau, aber 21,5 Millionen Euro für eine Ackerbaustrategie, um den Landwirten zu erklären, welche Fruchtfolge sie einzuhalten haben. Oder einerseits 200 Millionen Euro für Tierwohlmaßnahmen bei Schweinen, andererseits kein Cent Beihilfe für die private Lagerhaltung von Schweinefleisch zur Stützung des Marktpreises. Deutlicher als je zuvor tritt beim Haushaltsentwurf 21 zutage, dass die verpflichtenden Grundsätze, nämlich Wahrheit und Klarheit, sowie Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit, nicht beachtet wurden. Ein Beispiel: Die Personalkosten bei der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung haben gegenüber dem Haushalt 20 einen Aufwuchs von 12,3 Millionen Euro. Aber im Haushalt 20 waren bereits an dieser Stelle ein Aufwuchs von 15,3 Millionen zu registrieren. Weitere derartige Beispiele lassen sich im Entwurf finden. Für Kürzungsvorschläge ist reichlich Luft nach unten. Wir werden entsprechende Vorschläge machen. Abschließende Bemerkung. Wir begrüßen alle Bemühungen zur Verbesserung des Tierwohls. Die Vorschläge der Borchert-Kommission dazu sind hilfreich. Wir haben für die Einsetzung der Kommission mit dem exzellenten Fachmann Borchert an der Spitze Frau Klöckner Respekt gezollt. Aber Grundsatz muss sein: Bauernwohl vor Tierwohl. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege von Gottberg. Zement. Ja, das dauert ein bisschen hier mit den Rednerübergängen, genau. Natürlich, weil das Rednerpult jeweils nach wie vor hier desinfiziert wird. Rainer Spiering, ja, konnte es kaum erwarten, jetzt seine Rede hier zum Einzelplan Ernährung und Landwirtschaft. Herr Präsident, Frau Ministerin, Kolleginnen und Kollegen. Was du ererbst von Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last. Das ist nicht von Ruckwied, sondern von Goethe. Wenn Sie das mal jetzt sinnbildlich auf die heutige Zeit übertragen, dann ist das nicht eine Verpflichtung für die Landwirtschaft, sondern es ist eine Verpflichtung für alle Väter und Mütter in diesem Land. Und das heißt im Klartext, wir haben das zu erhalten, was man uns in einem guten Zustand gegeben hat. Boden, Luft und Wasser. Das ist sinnbildlich das, was Goethe uns mitgibt, was wir für unsere Kinder und Kindeskinder zu schützen haben. Kein Wirtschafts-, Öko- und Sozialbereich ist so komplex wie die Landwirtschaft. Es gibt keine Antwort, einfachen Antworten. Wir hatten gestern ein Gespräch mit Landschaftsverbindung bundesweit. Ich werde jetzt ein paar Punkte nennen, die man uns mitgegeben hat. Anerkennung, faires Verhalten, Verteilung von Mitteln angemessen, im Einklang Gesellschaft und Landwirtschaft, Stärkung regionaler Kulturlandschaft, Steigerung der Wertschöpfung in der Landwirtschaft. Kurz, man kann besser an der Landwirtschaft Geld verdienen als in der Landwirtschaft. Und das, Kolleginnen und Kollegen, haben wir zu ändern. Eine Kernbedingung dafür ist ein gemeinsames Fundament und das wahre Benennen der Zielkonflikte. Ich möchte jetzt auf ein paar Bedingungsfelder eingehen. Wenn wir die Landwirtschaft nüchtern als einen Teil von der Ernährungswirtschaft betrachten, dann haben wir es mit drei unabhängigen Wirtschaftskreisläufen zusammen zu tun, die ineinander greifen. Das ist die Landmaschinentechnologie, Saatgut, Industrie, Chemie, dann die Landwirtschaft als Produktionszweig selber und dann nachgelagert der gesamte Bereich der Fleischindustrie, der Fleischverarbeitung und des Lebensmitteleinzelhandels. Ich würde mich jetzt den Einzelnen gerne zuwenden wollen. Wenn wir uns dem Bereich der Landmaschinentechnologie, der Saatgutherstellung und der Chemie nähern, dann stellen wir fest, durch die Bank
gut bezahlte Arbeitsplätze, ordentliche Verhältnisse an den Arbeitsplätzen, hohe Erträge durch hohe Innovationskraft. Das wird gespeist durch wissenschaftliche Leistung und durch die Tätigkeit der jeweils dort anwesenden Kolleginnen und Kollegen. Und hier ist unsere Aufgabe, wo wir deutlich besser unterstützen müssen. Die Firmen sind dazu in der Lage, ihre Aufgabe zu erfüllen. Tun wir das als Staat auch? Sind wir genügend ausgerüstet mit 4G, 5G, Breitband? Nein. Und wir können unsere Intelligenz nur auf die Felder bringen, wenn der Staat dort seine Aufgabe wahrnimmt. Und da ist durchaus, Kolleginnen und Kollegen, Verbesserungsbedarf. Wir brauchen eine deutlich bessere Verzahnung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und dessen, was wir tun. Wir sind aber in diesem Bereich dazu in der Lage, es zu tun. John Deere, Climate Corporation halten jeweils Datensätze für 40 Millionen Hektar. Unsere landwirtschaftliche Nutzfläche umfasst nur 17 Millionen Hektar. Haben wir die Datensätze dazu? Haben wir die Kenntnisse? Nein. Dann muss man die Frage stellen, warum haben wir sie nicht? Weil wir weder die Infrastruktur aufbauen, noch die gesetzlichen Regelungen schaffen, um dafür Sorge zu tragen, damit wir die Daten und Datenmengen an ihre jeweiligen Adressaten bekommen. Und da ist deutlich Verbesserungsbedarf, und wir müssen endlich die IT-Plattform der Bundesrepublik Deutschland für die Landwirtschaft an den Start bringen. Das Ziel bei allen Vorgehen muss sein, die natürlichen Ressourcen in ihrem Einsatz sorgfältig einzusetzen. Und das nach einem alten Schlossausspruch. So wenig wie möglich und so viel wie nötig. Und davon, Kolleginnen und Kollegen, weil wir nicht digitalisiert sind, weil wir nicht die Verzahnung der Datensätze haben, sind wir noch leider weit entfernt. Aber wir haben als SPD eine Forderung aufgestellt an den Haushalt. Wir möchten, dass alle Güllefässer in Deutschland GPS ausgerüstet sind, wir alle Verfahrwege kennen, wir den jeweils Eintragenden und den jeweils Austragenden kennen, damit die Datensätze vorliegen, damit wir diejenigen, die Verursacher sind, benennen können und vor allen Dingen die, die nicht Verursacher sind, schützen können. Afrikanische Schweinepest, Export, wie hoch ist der Preis? Importmengen, großer Mengen Futtermittel, großer Eigenverbrauch an Wasser. Folge: Nitratbelastung, Verlust von Phosphor. Und das bei einem Preis von 1,27 Euro pro Kilogramm Fleisch ist ökologisch sinnlos, ist sozial sinnlos und ist ökonomisch leider auch sinnlos. Die Antwort muss sein: Weniger muss mehr sein. Das bedeutet, wir wollen bessere Tierhaltungssysteme, größere Ställe, mehr Licht, mehr Luft, bessere Lebensbedingungen für die Tiere, weniger Tiere, mehr Geld für den Landwirt, für die Erzeugung der Tiere. Dazu haben wir einen Forderungskatalog aufgestellt zur Förderung der regionalen Vermarktung. Obst, Gemüse für Kindergärten, Schulen, Universitäten und den großen Mensen der Betriebe. Welch ein Absatzmarkt, aber wir müssen ihn fördern. Förderung regionaler Schlachthöfe. Hubertus Heil hat mit seinem Gesetz dafür gesorgt, dass die ganz großen Schlachthöfe in ihrer Konkurrenzsituation gegenüber den kleinen Schlachthöfen geschwächt werden. Und deswegen unterstützen wir nachhaltig den Gesetzentwurf von Hubertus Heil. Ich hatte letzte Woche Gespräche mit großen Fleischverarbeitern. Die haben im Regelfall kein Problem mit Werksverträgen. Die haben im Regelfall kein Problem mit Zeitarbeitsverträgen. Aber sie haben ein Problem damit, dass die vier großen Schlachthöfe permanent Gesetze unterlaufen. Und deswegen müssen wir Hubertus Heil nachhaltig unterstützen. Ein letztes Wort an die Kolleginnen und Kollegen aus dem Südwesten. Ich hatte Ihnen versprochen, und das werden wir halten, auf Hubertus Heil zuzugehen, wegen der Situation im Handwerk.
Wir werden keine Zugeständnisse bei der Zeitarbeit machen. Wir werden keine Zugeständnisse bei den Werkverträgen machen. Aber wir werden auf Sie zugehen, damit die Situation des Handwerks sich verbessert und das Handwerk Paroli bieten kann gegen die Machenschaften der Schlachtindustrie. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Spiering. Rainer Spiering für die SPD war das. Und ihm folgt jetzt hier Ulla Ihnen für die Liberalen. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Ulla Ihnen, FDP-Fraktion. Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz Corona-Krise haben unsere Landwirte unermüdlich gearbeitet. Im Homeoffice kann man eben keine Felder bestellen und unsere Versorgung mit Lebensmitteln in dieser außergewöhnlichen Zeit hätte man im Homeoffice auch nicht sicherstellen können. Dafür gilt den Landwirten in Deutschland mein persönlicher, aber ich denke auch unser aller aufrichtiger Dank. Aber vielen landwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland geht es nicht so gut. Es ist kaum noch aufzuzählen, welche Belastungen Land- und Forstwirte in den vergangenen Monaten und Jahren hinnehmen mussten. Mit Regulierung, Bürokratie, praxisfernen Vorgaben, die über ihre Köpfe hinweg beschlossen wurden, macht man keine Politik für systemrelevante Berufe. Das rächt sich eben jetzt. Ein paar Beispiele. Die Düngeverordnung sorgte für Aufruhr in der Landwirtschaft. Der Einsatz von Glyphosat steht vor dem Aus, aber Sie, Frau Ministerin, haben nicht für rechtzeitigen neuen Ersatz an Pflanzenschutzmitteln gesorgt. Das Wasserhaushaltsgesetz wurde geändert und die Bewirtschaftung von Flächen eingeschränkt. Und weitere neue Auflagen drohen und hängen wie ein Damoklesschwert über unseren Landwirten. Doch um daran etwas zu ändern, müsste eigentlich ein Konzept und der Wille zur Gestaltung aus dem Haushalt ersichtlich sein. Das können wir nicht erkennen. Zukunft gestaltet man eben nicht, indem man sie verbietet. Zukunft gestaltet man mit Innovationen und Mut. Sie aber haben nur einen einzigen Lösungsansatz, noch mehr Geld. Der Haushaltsentwurf für 2021 sieht insgesamt 7,6 Milliarden Euro vor, davon 4,2 für die landwirtschaftlichen Sozialsysteme. Neu in dem Haushaltsentwurf, Sie haben es selber angeführt, gut 200 Millionen Euro für Güllelagerung, 200 Millionen Euro für Stallumbauten, für Insektenschutzmaßnahmen, 85 Millionen Euro. Dahinter verbirgt sich aber am Ende des Tages ja nur eins, Frau Ministerin. Sie stellen Subventionen bereit und im Gegenzug haben die Landwirte Ertragseinbußen und Vorschriften zu akzeptieren. Das ist aus unserer Sicht weder wirtschaftlich noch ist das effizient. Liebe Frau Ministerin, es gibt den schönen Satz von Lao Tse, wer kein Ziel hat, kann auch keines erreichen. Ich sehe das große Ziel im Haushalt hier, das Sie verfolgen, nicht abgebildet. Es ist zu wenig über Digitalisierung. Der Kollege hat es angesprochen. Fakt ist auch, dass die Bundesregierung keine Politik mit den Landwirten macht, sondern über ihre Köpfe hinweg. Wir als Freie Demokraten wünschen uns das Ziel, Landwirtschaftspolitik mit den Menschen, die im Landwirtschaftssektor arbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ministerin hat gesagt, sie wolle heute über die afrikanische Schweinepest nicht sprechen. Ich will darüber sprechen. Die afrikanische Schweinepest ist im Land und belastet unsere Schweinehalter ganz massiv. 1 Million Euro haben wir hier im Bundestag Ihnen im Nachtragshaushalt 2020 auf Ihren Antrag hin bewilligt für einen auf polnischer Seite zu bauenden Zaun. Der steht bis heute nicht und die Schweinepest ist da. Und auch die Schweinepest ist doch eine Art von Pandemie. Und deswegen verlangen wir, dass das Krisenmanagement Sie zu Ihrer persönlichen Chefsache machen. Meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten unterstützen, dass Sie sich jetzt, Frau Ministerin, für ein europäisches Tierwohlkennzeichen einsetzen. Aber was soll dann Ihr nationales, freiwilliges und teures Tierwohllabel noch? Seit einem Jahr ist da nichts passiert.
Und schon wieder stehen fürs nächste Jahr 20 Millionen Euro dafür im Haushaltsentwurf. Ich glaube, wir haben das oft genug gerügt, Frau Ministerin. Die Zeit ist gekommen, das Label endlich zu vergessen. Und wir haben großflächig Waldschäden in Deutschland. Es stehen im Haushalt, in diesem Jahr wie im neuen Entwurf, massive Summen für Waldumbau und Aufforstung. Doch die Programme laufen leider nur sehr schleppend an. Bis heute haben sie es nicht geschafft, für die Waldhilfen, die wir mit dem Konjunkturpaket bewilligt haben, eine Förderrichtlinie auf den Weg zu bringen. Das Geld, das der Bundestag bewilligt hat, kommt in unseren Forsten nicht an. Es ist bezeichnend, dass Sie zur heutigen Lesung des Haushaltes durch Ihr Haus noch keine Ist-Zahlen über die Mittelabflüsse in diesem Jahr haben vorlegen lassen. Das empfinde ich ein bisschen als Zumutung zur ersten Lesung. Wir erwarten da mehr Tempo. Wohl und Funktionsfähigkeit unserer Land- und Forstwirtschaft sind Ihnen, Frau Ministerin, anvertraut. Und deshalb erwarten wir von Ihnen Akzente für eine Politik mit den Landwirten, Akzente für eine Digitalisierung. Und diese Akzente spiegeln sich bisher im Haushaltsentwurf nicht wider. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Ihnen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Heidrun Blum-Förster, Fraktion Die Linke. Sie ist die Sprecherin für ländliche Räume. Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es eben in der Rede zum Umweltetat schon gesagt, egal in welchen Haushalt man schaut, es ist zu erkennen, dass diese Regierung ein Jahr vor der Bundestagswahl keine neuen Projekte wagt. Alles nicht exponentiell sichtbare Probleme werden wohl in die nächste Regierung delegiert. Aber wir alle wissen doch, das aktuelle Haushaltsjahr ist wiederum eine große Herausforderung für die Menschen in der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Zunächst die Waldkrise, dann die Corona-Krise und nun auch noch die afrikanische Schweinepest. In dieser Krise werden aber einige Dinge klar. Zusammenhalt und kooperatives Handeln sind für die Zukunft Deutschlands und Europas gerade angesichts der aktuellen, aber auch der kommenden Krisen existenziell. Und der Schutz der Natur, der Tiere sowie der Menschen in der Gesellschaft ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die Entwicklung der ländlichen Räume, insbesondere der strukturschwachen Gebiete, ist wichtiger als je zuvor. Neben den noch immer unzureichenden und nicht zielgenauen Bedarfsförderungen im Osten Deutschlands zeichnet sich aber auch ab, dass sich weite Teile des nördlichen, westlichen oder auch südwestlichen Deutschlands in einem neuen Schwellenzustand befinden. Wird hier insgesamt nicht entschlossen gehandelt, um die deutlich erkennbaren Strukturschwächen zu behandeln, werden die Menschen weiter stärker in die Städte ziehen. Es ist schon lange 5 vor 12 und für strukturschwache ländliche Räume erst recht. Das ist eine gesamte gesellschaftliche, ressortübergreifende Aufgabe, die die Regierung bis heute so nicht begriffen hat. Und es stellt sich die Frage, ob dafür nur eine Umverteilung von Haushaltsmitteln im Einzelplan 10 ausreicht oder ob die Bundesregierung es schafft, ihren Plan für Deutschland, den ja auch Frau Ministerin Klöckner unterschrieben hat, als Gemeinschaftsaufgabe von historischer Bedeutung zu begreifen und entsprechend zu handeln. Bisher ist es nicht erkennbar, welchen Kurs die Bundesregierung im nächsten Jahr einschlagen wird. Die verfügbaren Zahlen des Einzelplan 10 vor den Beratungen mit den Berichterstattern in den Ausschüssen verweisen jedoch stark auf ein Weiter-so. Hier gibt es nur wenige marginale Veränderungen zum Vorjahresetat, was vermuten lässt, dass wir alles im Griff haben oder auch alles prima läuft. Dem muss ich leider entschieden widersprechen. Wie soll mit diesem Finanzpaket der dringend notwendige, aber immer wieder auch angekündigte sozialökologische Umbau der Landwirtschaft gelingen? Meine Damen und Herren, Herausforderungen werden leider nicht durch ein Weiter-so bewältigt. Was wir im nächsten Haushaltsjahr erwarten, ist die Umsetzung längst fälliger und bereits versprochener Reformen für die Bäuerinnen und Bauern, insbesondere um den sozialökologischen Umbau in der Landwirtschaft voranzutreiben. Ich will zwei Beispiele nennen. Die Landwirtschaft kann einen entscheidenden Beitrag leisten zur nachhaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung in den ländlichen Räumen. Das Stichwort dazu ist Regionalisierung. Vollmundig wird sie im Koalitionsvertrag angekündigt durch, ich zitiere, ein klares Bekenntnis zur bäuerlichen und regional verwurzelten Landwirtschaft. Seit 2017 ist das ein Lippenbekenntnis, mehr leider nicht.
Ich erinnere an unseren Antrag regionale Ernährungssysteme stärken, der gerade jetzt im parlamentarischen Verfahren ist. Hier zeigt DIE LINKE auf, was zu tun wäre, um gesunde Ernährung so zu organisieren, dass landwirtschaftliche Produktion, regionale lebensmittelverarbeitende Betriebe in den ländlichen Räumen mit den Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu verknüpfen und langfristig und nachhaltig zu gestalten wäre. Noch ist es ja nicht zu spät, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, nachdem Sie im Ausschuss mindestens unseren Antrag gelobt haben, um ihn dann trotzdem abzulehnen, könnten Sie in der zweiten, dritten Lesung vielleicht doch über Ihren Schatten springen. Es ist also nicht so, dass es keine guten und machbaren Vorschläge gäbe. Sie kommen halt eben nicht von der Regierung. Eine regionale Produktion von gesunden Lebensmitteln ist immer stark verknüpft mit der Ernährungswirtschaft. Die Politik für eine nachhaltige Ernährung, so ist auch der Titel einer kürzlich veröffentlichten Studie eines komplexen Gutachtens, das das Landwirtschaftsministerium in den Auftrag gegeben hat, fehlt bislang weitgehend in der öffentlichen Debatte die politische Diskussion darüber. Das Gutachten macht aber deutlich, dass der Konsum von Lebensmitteln wesentlich von der Ernährungsumgebung, dazu gehören zum Beispiel Werbung und auch soziale Medien, Zugang zum Angebot von Lebensmitteln in großer Breite beeinflusst ist. Eine stärker konsumorientierte Ernährungspolitik würde dazu beitragen, dass hierzulande zunehmende Ernährungsarmut verringert wird. Es fördert die Gesundheit jedes Einzelnen und hilft darüber hinaus auch noch bei der Erreichung der Klimaschutzziele. Eine beitragsfreie und qualitativ hochwertige Kita-Schulverpflegung, und das fordern wir Linke ja schon lange, ist ein wesentlicher Teil dieser Empfehlungen aus dem Gutachten. Die Ministerin wird zitiert oder inhaltlich dargestellt zu dem Gutachten mit der Aussage, Politik muss lernen, dass Gutachter auch manchmal aufschreiben, was man nicht gern hört. Ich sage, Politik ist gut beraten, wenn sie sich von wissenschaftlichem Sachverstand leiten lässt. Um die dazu ebenfalls erforderliche Transformation in der Landwirtschaft ernsthaft einzuleiten, Artenvielfalt zu fördern, in Klima- und Naturschutz zu investieren und die Bäuerinnen und Bauern bei der Umstellung auf ökologische Verfahren zu unterstützen, würde die Umschichtung der Mittel Europas der gemeinsamen Agrarpolitik aus der ersten in die zweiten Säule von maximal 15% ein Zeichen setzen. Mit der Festlegung Deutschlands aber auf 6% bleiben die Bereiche jedoch weiter massiv unterfinanziert und die Ziele, die auch Frau Klöckner hier vorgetragen hat, werden dadurch sicher nicht erreicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch offene, ungelöste Aufgaben sind die Umsetzung der Ackerbaustrategie, der Umbau der Stallhaltung, des Insektenschutzes und auch die Hilfen für den Wald. Aber auch hier zeigen sich fundamentale Fehlentwicklungen aus unserer Sicht. Nun legen Sie ein dreiteiliges Förderprogramm für Wald und Holz vor. Mit einem Teil soll ein 500 Millionen starkes Programm durchgeführt werden als Prämie für besonders nachhaltige Forstwirtschaft. Bisher ist aber gar nicht klar, wie die Richtlinien zur Verteilung dieser Gelder aussehen sollen. Wir reden über Hunderte von Millionen und keiner weiß, wie sie verteilt werden sollen. Das beklagen im Übrigen auch die Agrarminister auf ihrer letzten Konferenz in der vergangenen Woche. Stichwort Umbau der Stallhaltung. 300 Millionen Euro stehen für den Umbau der nach der neuen Nutztierverordnung zur Verfügung. Das finden wir gut. Aber der beantragende Viehhalter oder die beantragende Viehhalterin soll binnen 15 Monaten, also bis spätestens zum 31.12.2021, das gesamte Stallumbauprojekt umsetzen, inklusive Projektierung, Baugenehmigung, Baufertigstellung und Abrechnung. Das wissen wir alle, das ist unmöglich. Allein die Einholung einer emissionsschutzrechtlichen Genehmigung dauert schon mindestens ein Jahr. Offensichtlich gab es keine Rückkopplung dieses Programms mit möglichen Antragstellern. Das ist weltfremd, reiner Aktionismus oder aber bewusst gemacht, um diese 300 Millionen nicht zur Auszahlung zu bringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch einmal zurück zum ländlichen Raum. Aus Sicht der Fraktion Die Linke reicht es nicht, den ländlichen Raum mit zentral ausgedachten Förderprogrammen zu alimentieren. Und bei Buhle wollen Sie ja sogar auch kürzen. Hier müssen wir viel mehr klotzen und nicht kleckern, zum Beispiel mit der Ansiedlung von Bundesbehörden und Ressortforschungseinrichtungen. Etwa kann der Wandel strukturschwacher Regionen angeregt werden. Erste Erfolge können wir dabei verbuchen. Vorrednerinnen und Redner haben darauf Bezug genommen. Ich habe auch in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Waldkompetenzzentrum in Neustrelitz Grund, an dieser Stelle stolz zu sein. Wichtiges Ziel dabei muss aber auch sein, den ländlichen Raum in die Lage zu versetzen, die ihm innewohnenden Potenziale selbstständig und nachhaltig zu erschließen.
Dazu ist Wissen und neue Denk- und Handlungsansätze notwendig, und die entstehen vornehmlich durch Forschung und Lehre. Die Ansiedlung neuer sowie der Ausbau und die Spezialisierung vorhandener Hoch- und Fachschulen im ländlichen Raum ist ein Gebot der Stunde. Vor allem aber eine Voraussetzung, um Perspektiven und Zukunft in den ländlichen Raum zu gewinnen und wissenschaftlich zu begleiten, um das gesamtgesellschaftliche nachhaltige Leben weiter zu organisieren. Die Linke möchte, dass die verfügbaren Mittel so eingesetzt werden, dass aus ihrer Verwendung der größtmögliche Entwicklungsschub für eine sozialökologische und damit zukunftsfeste Agrarstruktur und für ein selbstbestimmtes, wirtschaftlich selbsttragenden Aufschwung im ländlichen Raum genutzt werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was in diesem Etat allerdings komplett fehlt, ist ein Haushaltstitel für die Zahlung einer Weidetierprämie. Schäferinnen und Schäfer, die täglich mit der Weidetierhaltung auch wichtige Umweltaufgaben erledigen, werden dafür nicht honoriert. In 27 anderen europäischen Ländern ist das möglich. Unser Ministerium versäumt sogar absichtlich Anmeldefristen in Brüssel, um diesem Berufsstand die notwendige Unterstützung zu verwehren. Da meckern nicht nur die Schafe. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Blum-Förster. Nächste Rednerin ist die Kollegin Renate Künast, Bündnis 90 Die Grünen. Renate Künast ist die ernährungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Herr Präsident, Frau Ministerin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vorliegenden Etatentwurf, muss man sagen, beendet diese Regierung ihre Arbeit, und das ist auch gut so. Viele Herausforderungen gab es in den letzten 3 Jahren im Bereich Ernährung und Landwirtschaft. Und was machen Sie, Frau Ministerin? Sie treten hier auf und jonglieren mit Zahlen und sagen großartig, so viel Geld gab es noch nie. Aber Sie beantworten nicht die Frage, wohin. Ja, das ist die Haushaltsberatung. Aber wissen Sie, in den Haushaltsberatungen gibt man nicht nur Geld aus, sondern man muss auch sagen, wofür man das Geld ausgibt. Und noch besser wäre, man würde es sinnstiftend einsetzen und Antworten auf Probleme und Fragen geben. Und genau das ist hier offen. Sie haben es schön geredet. Sie haben es schön geredet, aber keinen Weg aufgezeigt an der Stelle. Was ist denn los? Nach 3 Jahren Dürre fürchten die Bauern die nächsten Dürrejahre, weil im entscheidenden Zeitpunkt eben kein Wasser da ist und an anderen Zeitpunkten zu viel. Sie wollen endlich faire Preise gezahlt bekommen für ihre Arbeit. Es gibt die Notwendigkeit, endlich regenerativ zu arbeiten, tatsächlich Biodiversität und Klima zu schützen, meine Damen und Herren. Und was tun Sie? Geben hier an mit 300 Millionen und da noch 30 und da noch 24 Millionen, meine Damen und Herren. Aus Geld allein wird kein Programm, das Probleme löst. Was Sie tun, ist eine, zum Ende der Wahlperiode eine Zukunftskommission anbieten, die sicher sozusagen zum Ende ihre Ergebnisse vortragen wird, meine Damen und Herren, denen Sie aber nicht mal zugesagt haben, dass Sie keine Fakten schaffen werden in der Zwischenzeit. Nein, uns erzählen Mitglieder, dass noch gesagt wurde von der Ministerin, nein, da haben Sie gar nichts mitzureden bei der GAP-Reform in Brüssel. Meine Damen und Herren, hier eine Showveranstaltung mit einer Zukunftskommission, Ergebnis nächsten Sommer, passend zum Wahlkampf. Und zeitgleich wird bei der Reform der europäischen Agrarpolitik werden Fakten geschaffen für die nächsten Jahre, meine Damen und Herren. Und zwar genau für die Jahre, in denen ein Umsteuern organisiert werden müsste. Und noch schlimmer, Sie blockieren sogar in Brüssel. Ja, Sie blockieren sogar. Sie machen die GAP-Reform zu einem Papiertiger. Was ist denn Ihr Vorschlag? Die Eco-Schemes, die Öko-Regeln, wären diejenigen in der ersten Säule, die zu einer Veränderung führen kann, wo wir wirklich die Gemeinwohlleistungen der Landwirte honorieren können, wenn die Felder kleiner werden, Hecken da sind, Stoppelacker, keine Chemie eingesetzt wird, meine Damen und Herren. Eine richtige Gemeinwohlprämie könnten wir an der Stelle einsetzen. Und das wäre Respekt und nicht nur respektvoll drüber reden, meine Damen und Herren. Aber wir haben jetzt 2 Jahre Übergangszeit und Frau Kleckner setzt sich noch dafür ein, dass diese Eco-Schemes, die Öko-Regeln in den ersten 2 Jahren, wenn es dann in Kraft getreten ist, auch noch ausgesetzt werden und doch wieder die dünnen und dürren reinen Direktzahlungen gezahlt werden, meine Damen und Herren. Das sind doch wieder 4 verlorene Jahre. Und zwar nicht nur in der Geldausgabe, sondern wo wir den Bauern nicht helfen, umzustellen und sie fürs Umstellen auch nicht honorieren. Sie haben
Genauso bei der Frage, Ihren Unwillen ausgedrückt, die zweite Säule, die konkrete Projekte finanziert, zu unterstützen. Meine Damen und Herren, so geht es ja im wahrsten Sinne des Wortes nicht. Und jetzt, deshalb sitzt die CDU-Fraktion, glaube ich, auch etwas stinkig oder emotional erschöpft in den Sesseln, laden Sie, nachdem Sie Fakten geschaffen haben, laden Sie für morgen die Fraktionsvorsitzenden kurzfristig zu einem weiteren Showtermin ein, den Sie dann nennen, man sollte jetzt mal mit dem Bundestag über die Zukunft und den Umbau der Tierhaltung reden, meine Frau Ministerin. Erst Fakten schaffen, eine Borchardt-Kommission machen, eine Zukunftskommission einrichten, in Brüssel Fakten schaffen und danach sagen, könnten wir mal bitte diskutieren. Nee, so wird keine Zukunft der Landwirtschaft raus und so wird auch kein Gesellschaftsvertrag raus, Frau Ministerin. Und mein letzter Satz, auch wenn Sie sich loben für den Bereich Ernährung, auch dort werden Sie der Aufgabe, gegen Lebensmittelverschwendung und ernährungsbedingte Erkrankungen, gegen Übergewicht was zu tun, nicht gerecht. Alles freiwillig, alles nur im Interesse der Industrie gedacht. Sie schützen nicht mal die Kinder, um deren Gesundheit wir uns sorgen müssten, wo wir überlegen, ob man für Softdrinks gegenüber Kindern überhaupt werben darf, ob man nicht die Softdrinks vielleicht auch eher den Zucker besteuern muss. Nee, meine Damen und Herren, Sie können gerne in diesem Haushalt mit Zahlen jonglieren, aber es wird Zeit für ein anderes, ein ehrgeiziges, ein angemessenes Programm und es wird Zeit, dass endlich was getan wird, wovon die Bauern auch was haben. Nächster Redner ist der Kollege Albert Stegemann, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, Frau Künast, gestatten Sie mir einen Kommentar zu Ihrer Einschätzung, wie wir uns hier darstellen. Sie sitzen mit 6 Personen in Ihrer Fraktion. Wenn ich in unsere Reihen schaue, dann kann ich sagen, ich sehe dort viel mehr Elan, viel mehr Leute. Also Sie sollten sich dann doch etwas zurückhalten, wenn Sie sich hier als Reformerin der Landwirtschaft darstellen, aber dann Ihre Kollegen noch nicht mal ermuntern können, ins Parlament zu kommen. Dann ist das schon traurig. Ja, ich will mich an dieser Stelle zunächst einmal ganz herzlich bei Julia Klöckner für die Vorlage des Bundeshaushaltes bedanken. Ich will an dieser Stelle aber auch noch einen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ministerium ausrichten. So einen Haushalt vorzulegen, ist unheimlich viel Arbeit und dafür schon mal ganz herzlichen Dank. Ich will aber auch einen herzlichen Dank aussprechen an unseren Berichterstatter Christian Haase. Er wird dann dafür sorgen, dass das Ganze dann auch wirklich ein rundes Paket wird. Wir als Haushaltsgesetzgeber werden das dann natürlich vernünftig verabschieden. Und dafür auch noch mal ganz herzlichen Dank. Ja, wir beraten diesen Haushalt in Zeiten von Krisen einer Corona-Pandemie. Wir haben alle gesehen, dass dieser Lockdown einiges mit unserem Land gemacht hat, auch mit unserer Wirtschaft gemacht hat, vor allen Dingen auch die Ernährung. Und die Landwirtschaft war betroffen. Wir haben gesehen, dass Grenzschließungen am Ende auch Lieferketten unterbrochen hat, dass wir große Probleme hatten, Saisonarbeitskräfte auf die Höfe zu bekommen. Wir haben auch gesehen, dass Restaurants schließen mussten, dass Wochenmärkte teilweise gar nicht öffnen konnten. Das waren ganz große Herausforderungen, aber ich finde, wir haben das angesichts der Größe der Herausforderungen hervorragend hinbekommen. Deswegen danke ich an dieser Stelle nochmal der Bundesregierung, auch nochmal namentlich Julia Klöckner. Ich glaube, wir haben die Dinge gut auf den Weg gebracht, will mich aber auch bei den anderen Ministerien nochmal bedanken. Wir haben ja sehr gut auch mit dem Bildungsministerium zusammengearbeitet, mit dem Innenministerium. Ich denke, das ist ja auch nochmal angebracht, den Dank nochmal darzulegen. Ja, ich glaube, dass wir hier heute auch das Fundament für eine wirtschaftliche Erholung legen. Ich glaube, wir können das auch nicht, wir müssen anerkennen, dass wirklich der Arbeitsmarkt ganz erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass unsere Haushalte insgesamt in den nächsten Jahren erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Und deswegen ist es jetzt richtig, dass wir jetzt wirklich mit Schub nach vorne gehen, dass wir nach vorne kommen und dass wir wirklich die Sache wieder in den Griff bekommen. Das natürlich eben auch im Bereich der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist ein ganz maßgeblicher Bereich der Gesamtwirtschaft. Und innerhalb der Landwirtschaft ist eben auch eine starke Tierhaltung für uns wahnsinnig wichtig und ist wirklich ökonomisch sehr relevant. Und deswegen will ich das hier noch gerne etwas ausführen. Ja, viele Tierhalter haben tatsächlich wirklich ein Krisenjahr mal wieder vor der Brust. Einige Tierhalter sind wirklich in einer Dauerkrise. Beispielhaft, das wurde ja jetzt auch schon einige Male erwähnt, eben unsere Schweinehalter.
Im Mastbereich haben wir die Situation gehabt, haben wir im Frühjahr noch über zwei Euro für ein Kilogramm Schlachtgewicht bekommen, dann liegen wir jetzt bei 1,27. Bei den Ferkeln sind wir bei 27 Euro. Das alles ist sehr, sehr katastrophal und die Branche ist hart getroffen. Ich glaube aber, dass wir an und für sich, was das Seuchenbekämpfungsmanagement angeht, vielleicht in den Ländern noch ein bisschen besser werden können. Aber das, was wir vom Bund zugesteuert haben, dass wir wirklich gut vorgelegt haben. Wir haben die richtigen Instrumente auf den Weg gebracht und glaube, dass wir da gut auf dem Weg sind. Vielleicht noch mal eine unterstützende Bitte, dass wir beim Regionalisierungsprinzip, also international, europäisch haben wir das Regionalisierungsprinzip, aber wir müssen eben auch in den Drittländern anerkannt bekommen, dass Deutschland ein großes Land ist und wir können halt nicht wegen einigen regionalen Befunden wirklich jetzt ganz Deutschland vom Handel ausschließen. Da unterstützen wir das Ministerium, auch in den Gesprächen vor allen Dingen mit China, jetzt endlich eine vernünftige Lösung zu finden. Ja, ich glaube, dass wir auch über diese Dinge hinaus, auch über weitere finanzielle Hilfen für die Schweinehalter sprechen müssen. Und weil eins müssen wir unbedingt verhindern. Wir müssen ein Wegbrechen der Schweinehaltung in Deutschland unbedingt verhindern. Das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen, weil es geht hier am Ende nicht nur um Geld, es geht nicht nur um Wertschöpfung, sondern es geht wirklich um ein Stückchen Identität des ländlichen Raumes. Und dafür brauchen wir wirklich die Unterstützung des Hauses, und das bringen wir hier mit dir auf den Weg. Und ich nehme an dieser Stelle auch ein Stückchen weit die Schlacht- und die Verarbeitungsbetriebe in die Pflicht, aber auch den Handel. Also momentan, wir müssen alles dafür tun, dass der Handel, die Schlachtindustrie jetzt nicht auch noch dazu übergeht, die afrikanische Schweinepest dafür zu nutzen, um noch weiter den Schweinepreis zu drücken. Also von daher sollten wir auch dieses Vorhaben gut unterstützen. Ja. Also, ich war ja jetzt gerade bei den Dauerkrisen. Wir sehen, dass die landwirtschaftlichen Tierhalter ja eben viele, viele offene Baustellen haben. Da ist natürlich einmal die gesellschaftliche Anerkennung. Ich glaube, wir alle wissen, dass die Landwirte nicht die gesellschaftliche Wertschätzung bekommen, die sie verdienen. Aber dann kommen natürlich auch immer neue ordnungsrechtliche Anforderungen dazu. Ich will das nur beispielhaft an den Bundesratsbeschluss festmachen zur Tierschutznutztierhaltungsverordnung. Natürlich war das auf der einen Seite notwendig, aber auf der anderen Seite sind die Bauern damit jetzt auch ein Stückchen weit allein gelassen. Und deswegen so wollen wir ja hier auch finanziell unterstützen. Ja, ich sehe, dass wir eben einfach daran arbeiten müssen, dass wir weiterhin eine vernünftige Schweinehaltung in Deutschland behalten müssen. Denn eins ist doch klar, eine Verlagerung der Produktion ins Ausland, das hilft doch nun wirklich keinem. Wenn wir weiter Einfluss auf die Produktionsweise der Tierhaltung behalten wollen, dann müssen wir Veränderungsprozesse in der Landwirtschaft so gestalten, dass die Bauern auch eben mitkommen können. Und ich glaube, dass wir dafür auch die richtigen Instrumente mit auf den Weg gebracht haben. Die stehen ja eben auch teilweise in dem Haushaltsentwurf, zu den angesprochenen 200 Millionen. Es sind ja insgesamt 300 Millionen Euro, die wir auf den Weg bringen. Ich finde, das ist mehr als ein Lippenbekenntnis, ein Signal, dass wir hinter unseren Sauenhaltern stehen, dass wir sie unterstützen. Ja, dann viele Menschen wünschen sich eben wesentlich mehr Tierwohl. Ich glaube, auch das ist klar. Will aber auch noch an dieser Stelle noch mal die besondere Verantwortung der Verbraucher herausstellen. In Umfragen sagen 3/4 aller Verbraucher, jawohl, ich wäre bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld auszugeben. Aber die bekannte Hochschulstudie von der Universität Osnabrück belegt eben, dass nur 16% auch tatsächlich bereit sind, für mehr Tierwohl mehr auszugeben. Also da sehen wir, da haben wir wirklich ein Verbraucherparadoxon. Ich will nicht die Verbraucher alleine in die Pflicht nehmen. Die Politik hat eine Verantwortung, die Landwirte haben eine Verantwortung, die Ernährungswirtschaft hat eine Verantwortung, der Handel hat eine Verantwortung, aber eben auch der Verbraucher. Und ich glaube, der Verbraucher versteht es mehr und mehr, dass er diese Verantwortung hat. Freue mich aber deshalb noch umso mehr, dass wir nämlich jetzt von diesem freiwilligen Ansatz, der ja eigentlich der bessere ist, aber dass wir uns jetzt als Koalition eindeutig auch zur Borchardt-Kommission bekannt haben. Das müssen wir weiter auf den Weg bringen. Wir müssen Borchardt in Gänze umsetzen. Vorschläge sind gemacht. Und ich freue mich auf die Machbarkeitsstudie aus dem BMEL. Wenn die Machbarkeitsstudie da ist, dann, Frau Ministerin, dann lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Lass uns ans Werk gehen, vital ans Werk gehen. Vital, wie die Union hier heute sitzt, werden wir das dann auch schnell umgesetzt bekommen. Will mich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich bedanken bei 4,6 Millionen Menschen in Deutschland, die jeden Tag dafür arbeiten, dass wir vernünftige, hochwertige, qualitativ hochwertige Produkte auf den Tisch bekommen. Die hat auch
gerade in der Corona-Pandemie bewiesen. Jawohl, wir lassen euch nicht alleine. Und genau mit dieser Prioritätensetzung, mit diesem Schub, mit diesem Haushalt 21 wollen wir auch weiterhin die Landwirtschaft unterstützen. Das tun wir hiermit. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören. Ja, auch wenn die Lage beispielsweise, es ist ja angesprochen worden, für die Schweinezüchter im Moment schwierig ist. Die afrikanische Schweinepest vor rund 2 Wochen ja in Brandenburg ausgebrochen. Und Stand gestern meldete Brandenburg mittlerweile 36 infizierte Tiere. Und die Suche nach toten Wildschweinen, die geht ja im Moment weiter und wird beobachtet. Jetzt Birgit Malzack-Winkemann für die AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Abgeordnete, Nahrung kann töten. Besonders Kinder fallen Infektionen und Vergiftungen durch kontaminierte Lebensmittel zum Opfer. In Deutschland sind Salmonellen das höchste Risiko. Jedes Jahr werden rund 200.000 Erkrankungsfälle gemeldet. Nur zum Vergleich. Stand 20. August 2020 gab es in ganz Deutschland rund 229.000 Covid-19-Fallzahlen. Die sogenannten Fallzahlen spiegeln jedoch nicht die Zahl der an Covid-19 tatsächlich Erkrankten wider, sondern allein die Zahl der positiv Getesteten. Stand 17. August 2020 gab es seit vielen Wochen, sogar nach den offiziellen Daten des RKI, laut Professor Bhakti, einem Facharzt für Mikrobiologie sowie Infektionsepidemiologie, kaum neue Fälle einer Covid-19-Erkrankung. Demgegenüber gibt es Listerien in der Wurst, Salmonellen im Ei, Bakterien in der Milch. Die Lebensmittelskandale häufen sich. Nach dem Wilke-Skandal kündigte Ministerin Klöckner endlich mehrere Initiativen an. Und was kam dabei heraus? Neue Regeln für Lebensmittelkontrollen. Genauer gesagt, Frau Klöckner will allen Ernstes die Zahl der Pflichtkontrollen verringern. In Fleischbetrieben wie Tönnies, die zur höchsten Risikoklasse zählen, sollen in Zukunft nur noch wöchentliche statt tägliche Kontrollen stattfinden. Und andere Lebensmittelbetriebe, die bisher monatlich kontrolliert wurden, sollen künftig nur noch vierteljährlich kontrolliert werden. Frau Ministerin verkauft diese, ihre lebensgefährlichen Pläne, als mehr Lebensmittelsicherheit durch gezieltere Kontrollen. Und was sie jedoch verschweigen, ist: Probleme bei Betrieben werden oft erst durch Pflichtkontrollen bemerkt. Zudem orientiert sich die Zahl der Lebensmittelkontrolleure an der Zahl der Kontrollen. Werden diese Vorgaben verringert, führt dies dazu, dass weniger Kontrolleure benötigt werden. Und das scheint Ihnen, Frau Klöckner, aber zu Pass zu kommen. Die Organisation Foodwatch kam im Dezember 2019 in einer Studie zu dem Ergebnis, dass jede dritte Kontrolle in Lebensmittelunternehmen wegen Personalmangels entfällt. Wohlgemerkt, jede dritte. Laut Angaben des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure gibt es bundesweit ca. 2.500 Lebensmittelkontrolleure. Rund 1.500 werden nach den alten Regelungen benötigt. Da passt es doch hervorragend, nicht wahr, dass nach dem neuen sogenannten Sicherheitssystem mit wesentlich weniger Pflichtkontrollen auch wesentlich weniger Kontrolleure benötigt werden, oder? Nein, Sie, Frau Klöckner, haben aus den Vorfällen bei Wilke und Tönnies offensichtlich nichts gelernt. Mit Ihren absurden Plänen ebnen Sie nur und ausschließlich den Weg für den nächsten Lebensmittelskandal. Wie sieht eine Gesundheit der Bevölkerung angemessene Lebensmittelüberwachung jedoch wirklich aus? Wird Ihr Vorhaben verwirklicht, Frau Ministerin, wird der Personalmangel in den Behörden zwangsläufig verstärkt. Deshalb bedarf es einer grundlegenden Reform der Lebensmittelüberwachung. Derzeit haben wir sage und schreibe rund 400 politisch abhängige Behörden, die unter immensem Personalmangel leiden. Darüber hinaus halten die Behörden die allermeisten Kontrollergebnisse geheim. Als Bürger und Steuerzahler fragt man sich daher, was mit dem Etat von 62 Millionen für 2019 und sogar 65 Millionen für 2020 für das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, eine Bundesoberbehörde unter Ihrer Verantwortung, Frau Ministerin, überhaupt geschieht. Denn diese Bundesoberbehörde soll gerade das Risikomanagement im Bund-Länder-Verhältnis zentral koordinieren und über die Durchführung der Lebensmittelüberwachung Bericht erstatten.
Das aber bedeutet nicht, dass Sie, Frau Klöckner, nunmehr zentral Ihre Aufgaben zur Kontrolle der Lebensmittelsicherheit in Bezug auf Pflichtkontrollen verringern, sondern dass Sie diese Kontrollen mit dem entsprechend künftig gut noch auszubildenden Personal erhöhen. Ihre Behörde muss die ihr übertragenen Risikomanagementaufgaben endlich ernsthaft wahrnehmen und zudem alle negativen und gesundheitsgefährdenden Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen ohne jede Einschränkung transparent machen, also veröffentlichen. Denn nur eine große Anzahl an Pflichtkontrollen, Klarheit und Transparenz schaffen einen Anreiz für Lebensmittelbetriebe, sich an Hygienevorschriften überhaupt zu halten. Und nur das sorgt für Klarheit und Sicherheit bei Verbrauchern. Ihr Ministerium erhält jährlich immer mehr Millionen des Steuerzahlers. Was soll das, wenn Sie Ihre Aufgaben nicht wahrnehmen? Wohin verschwinden die Gelder? Die Steuerzahler sind nicht für die Regierung da, sondern die Regierung für die Steuerzahler. Und nur dafür wurde Ihnen Verantwortung übertragen. Und Verantwortung bedeutet nicht, Diäten einzukassieren, auf irgendwelchen Empfängen herumzustehen und Schönwetterreden zu schwingen, während ringsum alles den Bach heruntergeht. Sie alle vermitteln hier den Eindruck, als seien Sie Mitglieder der Bordkapelle der leckgeschlagenen Titanic, die ihren Swinging-Jazz spielt, bis sich der halbe Dampfer, nämlich unser Land, senkrecht stellt und im großen, weiten Ozean versinkt. Nein, werden Sie sich endlich der wahren Sorgen und Nöte der Menschen unseres Landes bewusst und erfüllen Sie die Aufgaben, für die Sie von den Bürgern gewählt worden sind, und eine wirksame Lebensmittelsicherheitskontrolle und eine artgerechte Tierhaltung für gesunde Nahrung sind dafür die Grundlage. Und dafür stehen wir, die AfD. Danke schön. Während der Bundestag hier debattiert zum Einzelplan Ernährung und Landwirtschaft gibt es parallel eine digitale Konferenz der Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin. Da geht es um Maßnahmen für den Corona-Herbst sozusagen. Die Infektionszahlen steigen ja und wir erwarten eine Pressekonferenz, womöglich schon innerhalb der nächsten 10 Minuten. Dann werden wir natürlich live ins Kanzleramt schalten. Dort erwarten wir die Bundeskanzlerin zusammen mit dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz, Markus Söder, und dem stellvertretenden Vorsitzenden, dem ersten Bürgermeister von Hamburg, Peter Tschentscher. Jetzt aber erstmal noch weiter hier in der Aussprache zu diesem übrigens auch letzten Einzelplan an diesem ersten Haushaltstag in dieser Haushaltswoche. Und Ursula Schulte spricht jetzt für die SPD. Für die Sozialpolitik geben wir über 4 Milliarden Euro aus und stellen damit den größten Teil unserer Haushaltsmittel für diesen Bereich zur Verfügung. Dagegen stehen lediglich 212,5 Millionen Euro für den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Thema Ernährung und damit noch einmal 200.000 Euro weniger als in 2020 zur Verfügung. Ich empfinde das als ein krasses Missverhältnis, das wir zwingend ändern müssen, zumal sich der Haushalt mit 7,661 Milliarden Euro auf einem Rekordniveau befindet. Und ich fand es auch sehr schade, Frau Klöckner, ich habe Ihrer Rede sehr aufmerksam gelauscht, dass Sie ganz am Ende erst auf das Thema Ernährung eingegangen sind und da in Anführungsstrichen nur auf den Nutri-Score. Ich hoffe, dass Ihr Optimismus Recht behält. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ernährungsreport 2020, den Sie vorgelegt haben, Frau Klöckner, hat uns eine wunderbare Welt vorgegaukelt, in der die Menschen bewusst einkaufen, selber kochen und sich regional ernähren. Die Ernährungsprobleme und deren gesundheitlichen Folgen wurden einfach ausgeblendet. Die Deutsche Diabetesgesellschaft attestierte uns nach dem Erscheinen des Reports noch einmal ein massives Ernährungsproblem, und die Kinder- und Jugendärzte merken an, dass das Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen gar nicht erwähnt worden ist. Angesichts solcher Kritik, die berechtigt ist, wie ich finde, stelle ich mir die Frage, welchen Mehrwert so ein Report für unsere Gesellschaft überhaupt hat. Beim Thema gesunde Ernährung, liebe Kolleginnen und Kollegen, denke ich immer zuerst an Kinder und Jugendliche. Sie verbringen immer mehr Zeit in Kitas und Schulen und nehmen dort ihre Mahlzeiten an. Das Essen sollte natürlich schmecken und gesund sein. Dieser Wunsch verbindet uns sicher alle. Und hier genau beginnt die Arbeit der Schulvernetzungsstellen. Diese vermitteln Wissen rund um das Thema Ernährung. Und ich weiß auch, dass man sich redlich abmüht, für gesundes Essen nach DGE-Standards zu werben. Die Ernüchterung kommt allerdings, wenn man mit Kommunalpolitikern, Verwaltungen und Schulleitern spricht. Denn viele der gerade genannten kennen die DGE-Standards überhaupt nicht. Wenn Sie, Frau Ministerin, nun die DGE-Standards verpflichtend für alle Schulen und Kitas fordern, haben Sie mich ausdrücklich an Ihrer Seite.
Es geht aber nicht nur ums Essen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch, was wir Ernährungsumgebung nennen. Dazu gehören auch die Mensen, in denen die Kinder ihr Essen einnehmen. Die sollten freundlich, hell und einladend sein. Aber das ist noch längst nicht überall erreicht. Es gibt viel zu tun, wenn wir ideale Rahmenbedingungen für unsere Kinder wollen. Unser Land, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein gespaltenes Land. Ich weiß, das hört niemand gerne, aber Fakt ist, Einkommen und Lebenschancen sind sehr unterschiedlich verteilt. Kinder leiden in besonderer Weise unter Ungerechtigkeit und mangelnden Teilnahmemöglichkeiten und können persönlich an ihrem Umstand gar nichts ändern. Die SPD-Fraktion will mit einer Studie die Ursachen und Folgen der sogenannten Ernährungsarmut in Deutschland näher beleuchten, um angemessen reagieren zu können. Um diese Studie zu finanzieren, brauchen wir natürlich Geld im Haushalt, Geld, das aber gut angelegt ist. Aber wir können den Kindern schon jetzt helfen. Daher will die SPD-Fraktion Projekte zur Ausgabe eines gesunden Frühstücks unterstützen. Wir wollen das kostenlose Mittagessen und einen flächendeckenden Ernährungsführerschein, gerade für Kinder aus bildungsfernen Schichten. Wer sagt denn, dass Eltern nicht auch einmal von ihren Kindern lernen können? Das ist jedenfalls die Hoffnung, die hinter dieser Idee steckt. Im Gutachten zur nachhaltigen Ernährung des Wissenschaftlichen Beirats heißt es zum Thema beitragsfreie Kita- und Schulverpflegung, alle Kinder profitieren. Diskriminierung und Stigmatisierung entfallen. Aufmerksamkeit und Leistungsfähigkeit werden dauerhaft gestärkt. Kita und Schulverpflegung sind ein Element gesamtgesellschaftlicher Daseinsvorsorge. Diese Botschaften, liebe Kolleginnen und Kollegen, teile ich uneingeschränkt und wünsche mir, dass sie zum Maßstab unseres Handelns werden. Liebe Frau Ministerin, Sie nennen Ihr Ministerium gerne Lebensministerium. Ich finde, das ist ein richtig schöner Begriff. Und wie wäre es denn, wenn wir gemeinsam diesen Begriff noch mehr Leben einhauchen würden? Das können wir tun, wenn wir das Werbeverbot für ungesunde Kinderlebensmittel und eine deutliche Reduzierung des Zuckergehaltes in den von Kindern so geliebten Limonaden auf den Weg bringen würden. Dafür braucht man nicht einmal Geld in die Hand zu nehmen. Man muss nur den politischen Willen haben, das zu tun. Und wenn wir dann auch noch eine klinische Studie zum Gefährdungspotenzial von Energydrinks miteinander verabreden könnten, hätten wir viel für unsere Kinder und Jugendlichen getan. Und ich wäre glücklich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss möchte ich noch ein Herzensthema von mir ansprechen. Das ist die Lebensmittelverschwendung. 12 bis 18 Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich im Müll. Deswegen haben wir die nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung beschlossen im Februar letzten Jahres. Diese Strategie beruht auf Freiwilligkeit. Das ist wirklich schade, weil die Experten waren sich alle eigentlich einig, dass die Zeit der Freiwilligkeit und der Appelle in diesem Bereich vorbei ist. Die SPD, das ist auch kein Geheimnis, will eine gesetzliche Lösung. Und ohne die Tafeln, Frau Klöckner, und ohne die anderen Lebensmittelretter sähe unsere Bilanz wahrscheinlich noch viel, viel schlechter aus. Ich bin sehr froh, dass die Tafeln immerhin von der Sondermaßnahme Ehrenamt stärken, Versorgung sichern profitieren konnten, denn allein die Tafeln retten jedes Jahr 264 Tonnen Lebensmittel. Es könnten noch wesentlich mehr sein. Es fehlt ihnen aber an Lager- und Kühl- und Transportkapazitäten. Und weil ich weiß, Herr Präsident, aber das möchte ich noch kurz eben zu Ende führen, es fehlt ihnen an Lager-, Kühl- und Transportkapazitäten. Wir gehen ganz schnell ins Kanzleramt zur Pressekonferenz. Der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Weil wir die Tafeln als Teil unserer Strategie empfinden. Wir werden im Haushaltsplan 5 Millionen Euro zur Unterstützung der Tafeln fordern, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an alle Lebensmittelretterinnen und Retter. Beende ich meine Rede und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Kollegin Schulte, was meinen Sie, wie viele Rednerinnen und Redner hier alles zu Ende führen wollen, was Sie noch in Ihrem Kopf haben? Dann sitzen wir um Mitternacht noch hier. Ich finde, nun lauschen wir sehr gespannt den Worten des Kollegen Dr. Gero Hocker, FDP-Fraktion. Verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor einem knappen Jahr haben mehrere 10.000 Landwirte in ganz Deutschland demonstriert, auch hier in Berlin. Und für viele Kolleginnen und Kollegen, auch für mich, war das ein sehr beeindruckendes Bild, was sich da ergeben hat. Und auf den Plakaten, die die Demonstranten damals dabei gehabt haben, standen Sätze wie »Redet mit, statt nur über uns«, »Wir brauchen Verlässlichkeit« oder »Wir wollen mitreden«. Eigentlich, meine Damen und Herren, eine Selbstverständlichkeit. Umso ernüchternder erscheint es mir und meiner Fraktion aber, dass in den vergangenen Monaten nicht viel mehr herausgekommen ist aus den politischen Bemühungen der Bundesregierung als eine hastig einberufene Zukunftskommission, deren Ergebnisse quasi schon festgestanden haben, als die Teilnehmer gerade ins Auto gestiegen sind, um nach Berlin, um zum Kanzleramt zu fahren, und eine hastig zusammengekratzte Bauernmilliarde, von der bis heute niemand wirklich weiß,
wofür sie genau überhaupt aufgewendet werden soll, wie sie ausgeschüttet werden soll und vor allem, die niemand gefordert hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist ein Armutszeugnis dieser Bundesregierung, dass sie das Wesen der Demonstration vor einem Jahr so missverstanden hat und glaubt, ihrer schlechten Politik wahllos gutes Steuergeld hinterherwerfen zu müssen, das Betroffene aus guten Gründen überhaupt nicht haben wollen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Meine Damen und Herren, ich habe in den vergangenen Jahren, und ich weiß, dass das viele Kollegen aller Fraktionen hier in diesem Hohen Hause getan haben, viele intensive Gespräche geführt mit Landwirten. Und mein Eindruck ist, dass nicht ein einziger Landwirt, mit dem ich gesprochen habe, die Forderung erhoben hätte, er wolle mehr Geld aus Brüssel oder er fordere mehr Geld aus Berlin oder er wolle in irgendeiner Form mehr finanzielle Unterstützung. Nicht einen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Diese Bauernmilliarde wird von der gesamten Branche vollständig abgelehnt. Und dass Ihnen vor dem Hintergrund dieser Entwicklung nicht mehr einfällt, als Geld zusammenzukratzen, um Landwirte ruhig zu stellen, und man dann noch empört ist, dass Landwirte dafür nicht auch noch Dankbarkeit zeigen, der demonstriert nur sehr deutlich, wie weit er sich entfremdet hat von den tagtäglichen Herausforderungen, die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland gegenwärtig zu bestreiten haben. Und deswegen machen wir Ihnen das zum Vorwurf, verehrte Frau Ministerin. Und deswegen fordern wir mit unserem Haushalt auch nicht mehr finanzielle Mittel. Das könnte man ja als Oppositionsfraktion politisch sehr leichtfertig tun, sage ich ganz ausdrücklich. Das tun wir aber nicht, weil wir der festen Überzeugung sind, dass die Probleme von Landwirtschaft im Jahre 2020 nicht einfach mit mehr Geld gelöst werden können, meine Damen und Herren. Was wir tatsächlich brauchen, ist Politik, die auch mal den Rücken gerade macht, wenn es bestimmte gesellschaftliche Trends gibt, die aber vielleicht gar nicht wissenschaftlich fundiert oder fachlich geboten sind. Da ist es erforderlich, dass Politik auch mal zu solchen Trends Nein sagt, und da hilft es nicht, irgendwelchen Landwirten irgendwelche Milliarden zu versprechen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sage das ganz ausdrücklich. Diese Bauernmilliarde, die hilft keinem Landwirt, solange die Düngeverordnung in Deutschland nach ganz anderen grundsätzlichen Werten zustande gekommen ist und nach anderen Messverfahren zustande gekommen ist und überhaupt keine Vergleichbarkeit existiert mit den Ergebnissen anderer Nationalstaaten. Diese Bauernmilliarde hilft keinem einzigen Tierhalter, der vor wenigen Jahren vielleicht investiert hat in einen neuen Stall, einen Kredit zu bezahlen hat, zu tilgen hat und jetzt wieder neuerliche Auflagen auf ihn zukommen, er wieder zur Bank laufen muss und einen zweiten oder einen dritten Kredit zusätzlich bedienen muss. Und diese Bauernmilliarde hilft auch keinem einzigen Landwirt, der es mit Verbrauchern zu tun hat, die nach dem Prinzip Geiz ist geil Lebensmittel einkaufen, die jetzt zusätzlich noch den Eindruck bekommen, naja, das ist ja auch legitim, denn Landwirtschaft kriegt ja schon auf anderem Wege Gelder durch den Bundeshaushalt zugesteckt. Das ist der Grund, warum wir diese Bauernmilliarde vollständig ablegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich sage es Ihnen ganz ausdrücklich, verehrte Frau Ministerin, statt mit Geld könnten Sie Landwirten tatsächlich helfen, unmittelbar und sehr viel kostensparender für unseren Bundeshaushalt. Nutzen Sie die EU-Ratspräsidentschaft, verehrte Frau Ministerin. Ich hoffe, dass Sie da vielleicht auch zu diesem Thema gerade in Ihrem Telefon Hinweise finden. Nutzen Sie die EU-Ratspräsidentschaft, um endlich eine Angleichung der Wettbewerbsstandards innerhalb Europas zu erkämpfen. Jedes in Süd- oder in Osteuropa gebaute Auto muss bestimmte Standards erfüllen, wenn es auf deutschen Straßen, auf europäischen Straßen fahren soll. Nur mit Lebensmitteln, nur bei Haltungsbedingungen, bei Fragen der Düngung und Pflanzenschutz ziert man sich, solche einheitlichen Standards in Europa zu schaffen. Dabei würde man genau damit tatsächlich etwas erreichen für die Wettbewerbsfairness zwischen Landwirten in Deutschland und ihren süd- oder osteuropäischen Kollegen und würde tatsächlich etwas erreichen für Tierwohl, für die Reinheit von Boden, Luft und Wasser. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Frau Ministerin, die Hälfte der EU-Ratspräsidentschaft geht in diesen Tagen zu Ende. Nutzen Sie wenigstens die zweiten drei Monate dieser EU-Ratspräsidentschaft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Hocke. Nächster Redner ist der Kollege Friedrich Ossendorf, Bündnis 90 Die Grünen, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, es ist ja auch. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, erinnern wir uns einmal, mit welchem Vorhaben Ministerin Klöckner startete. Sie wollten Dynamik im ländlichen Raum schaffen, Frau Ministerin, ideologische Grabenkämpfe beenden, Ihr Augenmerk auf einen naturverträglichen Ackerbau und Pflanzenschutz richten. Landwirtschaft sei ein Verbündeter des Naturschutzes. So sprachen Sie in Ihrer Regierungserklärung im März 2018.
Eine staatliche Tierhaltungskennzeichnung, eine staatliche mit verbindlichen Kriterien, verbindliche Kriterien, muss man immer wiederholen, wollten Sie bis zur Mitte der Legislatur schaffen. Kriseninstrumente für den Milchmarkt entwickeln, Worte statt Taten, reine Selbstinszenierung statt Umsetzung. Die staatliche Tierwohlkennzeichnung, ein einziges Gemurkse. Verlierer sind Bäuerinnen und Bauern, Verlierer sind Verbraucher und die Gesellschaft. Die Stimmung in der Landwirtschaft auf dem Tiefpunkt. Erst nach dem Eingreifen der Kanzlerin, jetzt endlich, sehr, sehr spät, die Zukunftskommission. Kommen wir zur Bauernmilliarde, dem Wahlkampfgeschenk im Januar für Herrn Söder. Großes Chaos im Haus, wie man nun auch noch dieses Geld ausgeben soll. Über 500 Millionen Ausgabenreste sind ja schon für letztes Jahr zu verbuchen. Sie schaffen es nicht, die bestehenden Programme auszuschöpfen, Frau Klöckner. Hier sei gestattet, Mario Adorf einmal zu zitieren, der das sehr drastisch legendär sagte, den Gegner, die draußen mit Geld zuschei. So wurde es von ihm benannt. Das war der legendäre Satz, den man hier sicherlich hinterfragen kann. Keine nachhaltige Zukunftspolitik, sondern blanke Notstandsverwaltung. Der Umbau der Tierhaltung beginnt jetzt, so Ihre Presseerklärung vor 3 Wochen. Ja gut, beim genauen Lesen wieder Schaufensterpolitik. Symptomatisch auch für den heutigen Wahlkampfhaushalt, den Sie vorlegen. Scheine sitzen locker, Geld spielt keine Rolle. Jeder wird bedient, Scheine statt Konzepte. 643 Millionen Rekordaufwuchs des Haushalts. Viel Geld ohne Substanz. Denkt noch mal über Mario Adorf nach, wie er das nannte. 300 Millionen Euro zusätzlich für den Umbau der Tierhaltung bis Ende 2021. Ja, die Höfe brauchen viel Geld, um die Tierhaltung zukunftsfähig zu machen. Aber wie sollen die Höfe das denn schaffen? Bis Ende 2021 Baukonzepte, Baugenehmigungen, Umweltverträglichkeitsprüfung, Bauen im Hauruck-Verfahren, das ist doch völlig illusorisch, das ist lächerlich. Ihre Kollegin Heinen Esser sagte in Nordrhein-Westfalen, 2 Jahre Planungs- und Projektierungszeit sind normal. Also von daher, hier müssen Antworten erfolgen, wie das gehen soll. Wir müssen jetzt in die Zukunft investieren, Frau Ministerin. Wir brauchen einen Zukunftsfonds aus grüner Sicht, aus dem der Umbau längerfristig finanziert werden kann. Stattdessen betreiben Sie Flickschusterei. Zugpferd einer zukunftsfähigen Landwirtschaft zu sein, sitzen Sie, Frau Klöckner, mal wieder im Besenwagen und fahren der Entwicklung hinterher. Ihr Rumgeeiere beim Kükentöten. Statt es wie im Koalitionsvertrag vereinbart, 2019 zu beenden, kündigen Sie den Ausstieg für 2022 an. Ihr Plan war, die Geflügelindustrie sollte es selber regeln. Freiwillig natürlich, wie immer bei Ihnen. Nichts ist passiert, wie immer bei Ihnen. Dem einzigen praxisangewandten Verfahren nehmen Sie gleich auch noch die Zukunft. Ein letztes noch. Ihr Agieren zur gemeinsamen EU-Agrarpolitik, die GAP. Eine sogenannte Lernphase für die Eco-Schemes, die Umweltmaßnahmen. Bis 2025 schlagen Sie vor, das heißt vertagen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag in die übernächste Legislatur. In die übernächste Legislatur, meine Damen und Herren. Das bedeutet es ja. Davon haben wir endgültig genug. Klimakrise, Klimaanpassung, Güllebelastung unseres Grundwassers, das Arten- und Insektensterben, der Umbau der Tierhaltung, der Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft. Darum geht es, Frau Klöckner, und um nichts anderes. Wir brauchen die Honorierung, endlich die Honorierung von Gemeinwohlleistungen durch eine Gemeinwohlprämie. Wir brauchen eine starke Konditionalität. Das sind die Bedingungen, unter der Landwirtschaft gefördert wird auf der Fläche. Wir brauchen eine starke zweite Säule für gezielte Länderprogramme. Die EU-Kommission fordert von den Ländern Ausbau des Ökolandbaus, Reduzierung der Grundwasserbelastung, Antibiotika, Pestizidminimierung. Das muss die zukünftige GAP liefern. Wo nehmen Sie das denn auf? Wir brauchen Mut zum Aufbruch, aber mit Ihrer ambitionslosen Schaufensterpolitik keinem weh zu tun, die Probleme auszublenden, immer nach hinten schauen, schaden Sie den bäuerlichen Betrieben. Es ist Zeit für den Politikwechsel. Schauen wir nach vorn. Vielen Dank, Herr Kollege Ostendorf.
Nächster Redner ist der Kollege Arthur Auernhammer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist heute schon mehrfach angeklungen, wir reden von einem Haushalt auf Rekordniveau. Eine Steigerung, wenn man alles mit einrechnet, von 12% ist beachtlich. Und gerade in diesen bewegten Zeiten, die den Menschen, der Wirtschaft, aber auch den politisch Verantwortlichen viel abverlangt, bin ich der Ministerin dankbar, sehr dankbar, dass sie heute diesen Rekordhaushalt vorlegt, den wir dann im Parlament beraten. Ja, unsere Bäuerinnen und Bauern haben zurzeit sehr viele Aufgaben. Ich sage nur Düngeverordnung, ich sage Insektenschutz, ich sage Gewässerschutz. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Landwirtschaft bei der Erledigung dieser Aufgaben unterstützen. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir diese Milliarde im Koalitionsausschuss beschlossen haben und dass wir hier unseren Bäuerinnen und Bauern an der Seite stehen. Und wenn ich heute höre, die Bauern wollen das Geld nicht. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das hat vielleicht etwas damit zu tun, dass Sie in der Opposition sind und nichts zu sagen haben. Aber ich bekomme sehr viele Anfragen. Wie kann ich den NIR-Sensor jetzt unterstützen? Wie kann ich jetzt die Gülle-Programme in Anspruch nehmen? Es ist die Nachfrage da aus der Landwirtschaft und die wollen wir auch bedienen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was unsere Bäuerinnen und Bauern in erster Linie brauchen, ist Anerkennung. Anerkennung für ihre Arbeit, die sie gerade in der Corona-Zeit auch gezeigt haben. Hier haben wir gemerkt, wie fragil unser System ist. Und das hat die Landwirtschaft mit Bravour gemeistert. Die Bäuerinnen und Bauern, ihre Arbeit, die Landwirtschaft ist systemrelevant. Und es hat sich auch gezeigt, wie wichtig regionale Produktion vor Ort ist. Deshalb ist es für mich von ganz entscheidender Bedeutung, dass wir mit den Haushaltsmitteln dafür sorgen, dass auch unsere kleinen und mittleren Betriebe mit ihren Verarbeitungsstrukturen eine Zukunftsperspektive haben. Ich schaue hier natürlich auch etwas nach Bayern. Wir haben in Bayern über 100.000 landwirtschaftliche Betriebe, durchschnittlich 30 Hektar. Ist für manche in Ostdeutschland gerade mal das Vorgewende, aber bei uns leben Familien davon. Jeder sechste Arbeitsplatz in Bayern hängt mit dem Cluster Land, Ernährung und Forstwirtschaft zusammen. Das zeigt, Land und Forstwirtschaft ist der Jobmotor im ländlichen Raum. Und meine Damen und Herren, das Thema Tierwohl bewegt uns alle. Thema Tierwohl verlangt auch Antworten. Ich sage nur, was wir in den letzten Wochen und Monaten alles beraten haben, Zuchtzäunhaltung, Hühnerhaltung, Käfighaltung, wir werden auch über die Rinderhaltung reden müssen. Und deshalb ist es wichtig und ist es für mich auch besonders wichtig, dass wir die Vorschläge der sogenannten Borchert-Kommission in die Praxis umsetzen und diese Kommission auch zum Erfolg führen. Ich finde, hier ist ein guter Ansatz gemacht, um eine Zukunftsperspektive für unsere Bäuerinnen und Bauern und gerade für unsere kleinstrukturierten Betriebe zu geben. Und meine Damen und Herren, gerade wurde der Umweltetat diskutiert, da ging es auch um Klimawandel. Und wir gerade in der Landwirtschaft merken, wir spüren diesen Klimawandel. Die letzten Jahre sehr niederschlagsarm, die Zahl der Hitze nimmt zu, die Hitzetage nehmen zu, die Schädlinge nehmen zu. Und deshalb müssen wir auch hier die Landwirtschaft unterstützen und ich finde es sehr gut, dass hier im Haushalt bereits Finanzmittel angedacht sind, damit wir hier die Klimaherausforderungen bewerkstelligen können. Denn eins ist auch sicher, unsere Landwirtschaft ist nicht der Auslöser für den Klimawandel, sondern unsere Landwirtschaft ist die Antwort auf den Klimawandel. Jetzt ist natürlich auch in den letzten Wochen und Monaten und eigentlich schon immer sehr viel über Landwirtschaft diskutiert worden und nicht immer fachlich orientiert. Was ich letzte Woche erlebt habe, noch dazu vor einem öffentlich-rechtlichen Sender, das macht mich zornig. Es wird undifferenziert polemische Schlagzeilen gegen unsere Landwirtschaft gemacht. Ich denke da an einen Facebook-Post einer sogenannten Wissenschaftssendung eines öffentlich-rechtlichen Senders von letzter Woche. Dort werden mit Blick auf die Biodiversitätsverlust drei Branchen aufgeführt.
unter denen die so wörtlich die Natur am meisten leidet. Es ist die Landwirtschaft, es ist die Fischerei, es ist der Forst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, solche Verunglimpfungen dürfen wir nicht durchgehen lassen. Wir müssen unseren Bäuerinnen und Bauern zur Seite stehen. Gerade die Landwirtschaft leistet sehr viel mit den Umweltprogrammen für den Erhalt der Biodiversität, nimmt hier sehr viel in Anspruch, und auch die Forstwirtschaft ist schon angesprochen worden. Wir sorgen für klimastabile Wälder. Da sind wir auf einem guten Weg, da müssen wir auch weitermachen. Und diese Diffamierung auch von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern dürfen wir nicht durchgehen lassen. In der Corona-Zeit kam auch ein Aspekt meiner Meinung nach viel zu kurz. Und wir haben alle gemerkt, die Corona-Zeit, der Lockdown hat auch zum einen oder anderen Corona-Speck geführt. Deshalb ist es für mich wichtig, dass wir über die Themen Ernährung, Bewegung, sportliche Betätigung und vor allem auch Kennzeichnung von Lebensmitteln wieder diskutieren. Und deshalb freue ich mich auf die Haushaltsberatungen. Ich wünsche uns allen eine gute Beratung bei diesem Agrarhaushalt für das Jahr 2021. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Auernheimer. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nezahat Baradari, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, liebe Bürgerinnen und Bürger! Wenn wir in einem Spielzeuggeschäft einkaufen, dann gehen wir davon aus, dass diese Produkte sicher sind. Doch gerade im Plastikspielzeug lauert eine unsichtbare Gefahr, die sogenannten endokrinen Disruptoren. Doch was sind diese Stoffe genau? Endokrine Disruptoren sind hormonähnliche Stoffe, die den menschlichen Organismus schädigen können. Die möglichen Folgen sind vielfältig. Sie reichen von Fruchtbarkeits- und Entwicklungsstörungen bis hin zu Diabetes und einem erhöhten Krebsrisiko. Nennen wir es beim Namen. Endokrine Disruptoren sind Hormongifte. Ein Beispiel hierfür ist das weit verbreitete Bisphenol A. Jährlich wird allein in Deutschland rund 500.000 Tonnen dieses Stoffes hergestellt. Weltweit sind es mehr als 6 Millionen Tonnen. Dieser Plastikzusatz ist heftig umstritten. Hormongifte finden sich aber nicht nur in Spielzeug, sondern mittlerweile überall. In der Luft, im Hausstaub, in vielen Haushaltsgegenständen sowie in Lebensmittelverpackungen wie Plastiktrinkflaschen, in der Beschichtung von Joghurtdeckeln oder Konservendosen. Bereits im Kindesumweltsurvey von 2009 wurde gezeigt, dass in insgesamt 600 untersuchten Blut- und Urinproben Abbauprodukte von Hormongiften gefunden wurden. Passiert ist seither wenig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier besteht dringender Handlungsbedarf. Laut Umweltbundesamt gibt es zu fast allen hormonwirksamen Stoffen Alternativen, die beispielsweise keine Phthalate als Weichmacher erhalten. Die Hersteller könnten somit auf die Verwendung dieser gefährlichen Weichmacher in Alltagsprodukten verzichten. Und genau dort muss angesetzt werden. Wir benötigen erstens eine Aufklärungskampagne zur Problematik der Hormongifte, zweitens die Beratung besonders gefährdeter Bevölkerungsgruppen wie Schwangere und Kinder und drittens Forschung zu alternativen und weniger schädlichen Ersatzstoffen. Ziel dieser Forschung muss zudem sein, dass endlich einheitliche Kriterien zur Identifizierung von hormonstörenden Chemikalien aufgestellt werden. Eine systematische Analyse und die Erarbeitung einer Reduktionsstrategie ist nötig zum gesundheitlichen Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Der Staat hat seinem Vorsorgeprinzip gerecht zu werden. Die bisherigen Regulierungen auf europäischer und nationaler Ebene sind nicht ausreichend. Hier können wir von unserem Nachbarn Frankreich lernen, der einen nationalen Aktionsplan zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt von hormonstörenden Chemikalien verabschiedet hat. Die endokrinologischen Fachgesellschaften fordern schon seit langem und zu Recht zum Handeln auf. Daher brauchen wir im kommenden Haushalt Mittel zur Erforschung von sicheren Grenzwerten und Alternativen zu Hormongiften, zum Schutz von Bürgerinnen und Bürgern und zum Schutz von unseren Kindern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin.
Nächster Redner ist der Kollege Christian Haase, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Dies ist kein Haushalt wie jeder andere. Dies wird kein Haushaltsjahr wie jedes andere. Mit Blick auf die nächsten Jahre und die strukturelle Unterfinanzierung des Gesamthaushaltes stehen wir vor einer echten Zäsur. Wir werden, auch um die Schuldenbremse einzuhalten, mehr priorisieren müssen. Corona ist dabei nicht der Auslöser, hat das Problem aber deutlich verschärft. Soweit vor der Klammer. Meine Damen und Herren, die Corona-Krise hat uns vieles gelehrt. Eine wichtige Erkenntnis: die Landwirtschaft ist genauso wie die Ernährungswirtschaft systemrelevant. Landwirte stellen unsere Lebensmittel her. Was heute nicht gesät oder gepflanzt wird, kann morgen nicht geerntet werden. Deshalb waren auch zum Beispiel die Soforthilfen wichtig. Maßnahmen, die wir in den Nachträgen angelegt haben, spiegeln sich nun auch im Haushalt 2021 wider. Ja, wir erreichen erstmals eine Marke von 7,8 Milliarden Euro. Das ist unterm Strich ein starkes und wichtiges Signal für die Landwirtschaft. Und wir dürfen dann nicht nur den Einzelplan 10 sehen, wir müssen in den EKF gucken, wir müssen in den Einzelplan 60 gucken. Doch handelt es sich aus Sicht eines Haushälters nicht um Aufwüchse, mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Eigentlich sehe ich vor mir einen Haushalt, der selten wie nie zuvor priorisiert und in dem es auch teilweise starke Einsparungen gibt. Nur 3 der 7 nachgeordneten Institute beispielsweise verzeichnen überhaupt Aufwüchse. Beim Rest wird gespart. Und Herr Gottberg, wenn Sie sich mal dann die BLE oder die BFR angucken, wo Sie kritisieren, dass es dort starke Aufwüchse gibt, dort gibt es Organisationsuntersuchungen, dort gibt es Personalbemessungen. Und wenn Sie sich das angucken, dann werden Ihre Vorwürfe sich wieder mal in Luft auflösen. Meine Damen und Herren, uns wurde ein solider Haushaltsentwurf vorgelegt. Wir begegnen damit den Themen und Herausforderungen der Zeit. Die Land- und Forstwirtschaft sowie die Ernährungsbranche befinden sich in der Zeit eines Strukturwandels. Damit ziele ich nicht nur auf klimatische Veränderungen und ihre Folgen ab. Auch das, was von der Land- und Forstwirtschaft gesellschaftlich erwartet wird, ist enorm. Längst reicht es nicht mehr aus, Lebensmittel zu produzieren und für sich und die Familie den Unterhalt zu erwirtschaften. Nein, Land- und Forstwirtschaft soll Umwelt- und Klimaschützer sein. Land- und Forstwirtschaft soll Biodiversität im Blick haben. Land- und Forstwirtschaft soll sich ständig wandelnden gesellschaftlichen Ernährungsbedürfnissen anpassen. Und wenn überhaupt noch Tiere gehalten werden, dann doch bitte mit zugehörigem Wellnessbereich. Meine Damen und Herren, auch wenn ich überspitze, aber an jeder sarkastischen Bemerkung ist auch ein Funke Wahrheit. Und in meinem Gespräch mit der heimischen Landwirtschaft erkenne ich, wir sind bei diesen Dingen am Limit. Und das sind es noch nicht einmal die Auflagen, die die Bauern vor Ort meistern. Vieles davon wird bereitwillig umgesetzt. Und Frau Kollegin Ihnen, wenn Sie zum Beispiel über Bremsen bei Pflanzenschutzalternativen sprechen, dann gucken Sie nicht ins BML, dann müssen Sie ins Uber gucken. Das macht den Landwirten Sorge, nicht das BML an der Stelle. Meine Damen und Herren, unsere Bauern üben ihren Beruf aus Leidenschaft zu Vieh und Acker aus. Und deswegen schmerzt das Image der bösen und profitorientierten Landwirtschaft, welches viel zu oft, Frau Künast, vermittelt wird. Es stimmt nämlich einfach nicht, meine Damen und Herren. Ich möchte in einem Land leben, in dem unsere Land- und Forstwirte wirtschaften können, ohne ständig auf Notprogramme angewiesen zu sein. Ich möchte in einem Land leben, in dem man keinen Keil treibt zwischen der ökologischen und konventionellen Landwirtschaft. Und ich möchte in einem Land leben, in dem man Bäuerinnen und Bauern Respekt und Anerkennung entgegenbringt. Meine Damen und Herren, ich will zurückkommen zu den Zahlen. Der vorliegende Haushaltsentwurf begegnet vielen dieser Themen, die uns beschäftigen, und unterlegt sie mit den entsprechenden Mitteln. So kann die Gemeinschaftsaufgabe Agrar- und Küstenschutz zusammen mit den Mitteln der Länder in diesem Jahr, im nächsten Jahr 1,9 Milliarden auf den Weg bringen. Die Digitalisierung der Landwirtschaft wird vorangetrieben mit 63 Millionen Euro. Es sind 14 Experimentierfelder am Start. Dort wird die Landwirtschaft der Zukunft erprobt.
Und die von uns, von dem Parlament geforderte Machbarkeitsstudie zur Agrarmasterplattform wird im November vorgestellt. Und wir werden Fragen beantworten können, wem gehören eigentlich die Daten, die auf dem Feld entstehen, und wer darf anschließend darauf zugreifen. Wichtige Fragen, die am Anfang eines solchen Prozesses stehen müssen. Und meine Damen und Herren, ich bin auch froh darüber, dass wir vor der Sommerpause ohne Gegenstimme, Frau Künast auch nicht von Ihnen, die Ergebnisse der Borchardt-Kommission positiv aufgenommen haben. Wir brauchen, so hat es die Ministerin richtig formuliert, an dieser Stelle einen Generationenvertrag. Noch in dieser Legislaturperiode wird das Ministerium eine Strategie zur Umsetzung und damit auch zur Finanzierung vorlegen. Trotzdem müssen wir schon vorher aktiv werden. Für Tierwohl und Stallumbauten stellen wir mehr als 200 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld kann aber nur, da ist auch von Vorrednern schon darauf hingewiesen worden, nur ausgegeben werden, wenn endlich die Blockaden im Bau- und Emissionsrecht aufgegeben werden und hier keine Ideologie vorangetrieben wird. Komme ich noch einmal zu weiteren großen Herausforderungen, das ist der Wald. 1,5 Milliarden stellen Bund und Länder für den privaten und Kommunalwald zur Verfügung. Trockenheit, Stürme und Schädlingsbefall haben die Wälder in Deutschland massiv geschädigt. Die Dürrejahre haben dafür gesorgt, dass wir in den nächsten Jahren 245.000 Hektar vollkommen neu wieder bewalden müssen. Aber insgesamt müssen in Deutschland 11 Millionen Hektar an den Klimawandel angepasst werden. Deswegen ist das Geld, was wir dort einstellen, ein wichtiges Signal für die Erwerbsforstwirtschaft. Aber es kann nicht so sein, dass dann so viel Zeit vergeht, bis die Mittel vor Ort ankommen. Im Herbst hat der Planakt dazu beschlossen. Bis heute haben nicht alle Länder diese Richtlinien umgesetzt. Und da liegt es nicht am BML, sondern an den langsamen Ministerien in den Ländern. Das kann und das muss besser werden. Und deswegen bin ich froh, dass das Ministerium uns eine Waldprämie auf den Weg gebracht wird. Und auch da, das gucke ich mal in Richtung BMF, erwarte ich, dass die zögerliche Haltung im BMF da aufgegeben wird, dass die Prämien endlich in den Wald kommen. Da müssen wir Blockaden lösen. Eine letzte Herausforderung steht nicht mehr vor der Tür. Sie ist quasi im Wohnzimmer, die afrikanische Schweinepest. Ich denke, das Ministerium, das FLIH und die Länder haben bisher darauf gut reagiert. Die Ausbreitung, ja, ist am Beginn. Wir wissen nicht, wie sich weiter, wir müssen das beobachten. Wir wissen nicht, was das noch für den Haushalt bedeuten kann an der Stelle. Ich zumindest bin bereit, dafür auch Mittel umzuschichten, wenn wir hier priorisieren müssen, wenn wir dort noch Geld ausgeben müssen. Aber das werden wir im Laufe der nächsten 2 Monate dann noch sehen. Zum Schluss will ich der Ministerin und dem Ministerium für die Vorarbeiten danken. Ich denke, wir werden noch einige Diskussionen zum Haushalt haben. Er wird nicht so rausgehen, wie er reingekommen ist. Das ist unser Recht. Das werden wir auch in Anspruch nehmen. Ich freue mich jetzt auf die Beratung. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich freue mich jetzt auf den letzten Redner in dieser Debatte. Das ist der Kollege Uwe Schmidt, SPD-Fraktion. Ja, haben Sie auch einen Grund zum Morgen, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Forschungseisbrecher Polarstern nimmt nach fast einem Jahr im ewigen Eis Kurs auf meine Heimatstadt Bremerhaven. Es gibt kaum ein besseres Beispiel als die Arktis, um zu zeigen, was der Klimawandel eigentlich mit der Erde anrichtet. Keine andere Region der Welt erwärmt sich schneller. Das ewige Eis schmilzt. Der globale Klimawandel führt zu einer Erhöhung des Meeresspiegels, zur Häufung von Wetterextremen wie Stürmen oder Starkregen und in manchen Regionen zu extremer Trockenheit. Diese Herausforderungen müssen wir angehen. Der vorliegende Etat des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft orientiert sich daran. Extreme Trockenphasen und lange Hitzeperioden führen für die Landwirtschaft in Deutschland im dritten Jahr in Folge zu hohen Ernteausfällen. Der Kostendruck durch Einnahmeausfälle steigt. Dieser darf nicht auf den Rücken der Beschäftigten abgeladen werden. Sie sind ohnehin schon die Leidtragenden der Corona-Pandemie. Das geht auch aus dem Bericht 2020 zur Saisonarbeit der Initiative Faire Landarbeit hervor. Jährlich kommen Hunderttausende nach Deutschland, um Spargel zu stechen oder Erdbeeren und Gemüse zu ernten. Diese Saison- und Wanderarbeiter stellen 60% der dortigen Beschäftigten. Das zeigt, wie abhängig Deutschland von ihnen ist. Die aktuelle Krise hat die Saisonarbeit in der Landwirtschaft zusätzlich erschwert. Die Koordinierung der Einreise nur einem Sozialpartner zu überlassen,
Frau Bundesministerin Klöckner, war keine gute Idee. Das hätten Sie anders organisieren müssen. Saison- und Wanderarbeiter leisten Arbeit, die wir wertschätzen müssen, genau wie alle anderen Beschäftigten auch. Mit fairen Bedingungen bei der Arbeitszeit und den Unterkünften, bei der Lohnzahlung und beim Gesundheitsschutz. Arbeitnehmerrechte gelten für alle Beschäftigten. Für uns als SPD ist das eine Selbstverständlichkeit. Den Arbeitgebern, die ihrer Verantwortung nicht nachkommen, müssen über den Arbeitnehmerrechten besonders auf die Finger schauen. Zustände wie in der Fleischindustrie, mein Kollege Spiering hat es vorhin schon gesagt, wollen wir nicht. Wir wollen Handwerk vor Ort, wir wollen sozialpartnerschaftlich organisierte Poolsysteme, um flexibel auf Produktionsspritzen vor Ort reagieren zu können. Hier steht die SPD an der Seite der Gewerkschaften, solange sie im Sinne der Beschäftigten agieren. Haben wir auch schon anders erlebt. Saison- und Wanderarbeiter müssen ihre Rechte kennen. Die zuständige Berufsgenossenschaft kann jetzt vor Ort beraten, muttersprachlich und wenn nötig direkt auf dem Feld. Das hat die SPD durchgesetzt. Uli Friese, recht schönen Dank dafür, dass du das da reinbekommen hast. Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung in Höhe von fast 177 Millionen Euro können und müssen auch dafür eingesetzt werden. Liebe Ministerin Klöckner, hier müssen Sie mal von der Bremse gehen und endlich mal tätig werden. Wir brauchen ja ein gesetzlich verankertes Zugangsrecht der Gewerkschaften und der Berufsgenossenschaften zu den Beschäftigten sowie eine langfristige Finanzierung der arbeitsrechtlichen Beratungsstellen. Denn nicht nur die Bäuerinnen und Bauern brauchen unseren Schutz, sondern auch deren Beschäftigte. Die sichern durch ihre wertvolle Arbeit die Existenz der Betriebe vor Ort. Die Mission Mosaik der Polarstern zeigt auch die künftigen Probleme der Landwirtschaft auf. Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt, habe ich eben schon gesagt. Gerade wir an der Küste, wo ich herkomme, sind besonders davon betroffen. Umso wichtiger ist der wirksame Küstenschutz. Der ist Bevölkerungs-, Umwelt- und Küstenschutz. Das geht uns alle an. Bei der Finanzierung der Maßnahmen zum Küstenschutz muss der Bund die Länder noch stärker unterstützen. Auch Hafenanlagen müssen berücksichtigt werden. Sie stellen oftmals die erste Deichverteidigungslinie dar. Es ist richtig, dass wir die GAG-Mittel auf insgesamt 1,16 Milliarden Euro erhöhen. 25 Millionen Euro stehen für den Sonderrahmen Küstenschutz infolge des Klimawandels zur Verfügung. Richtiger Ansatz, aber ich fürchte, das wird in Zukunft nicht mehr ausreichen. Abschließend noch eine Bemerkung zu den Bundesforschungseinrichtungen. Ich habe es gesehen, Herr Präsident, die im Etat des BMEL liegen. In Bremerhaven forschen die beiden Thünen-Institute für Fischerei, Ökologie und Seefischerei. Es muss ein besonderes Anliegen sein, die biologische Vielfalt in den Meeren zu erhalten. Das sichert auch nachhaltige Erträge für die deutsche Berufsfischerei. Nur in intakten marinen Lebensräumen kann das Meer seine Rolle als eine der wichtigsten Nahrungsquellen erfüllen. Die Forschungsinstitute brauchen daher weiter finanzielle Unterstützung. Da profitieren wir alle von. Recht schönen Dank und schönen Feierabend und danke für die Zeit. Herr Kollege Schmidt, ich bin wirklich begeistert, wenn ich immer wieder feststelle, dass mir gesagt wird, Sie haben es gesehen, aber darauf nicht reagieren. Das ist natürlich. Doch, ich habe ja reagiert. Ja, Sie haben reagiert, Sie haben weitergeredet. Aber heute ist das alles egal. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend.